Disclaimer. Liebe ZuschauerInnen, dies ist eine inoffizielle Fanmade Pen and Paper Rollenspielrunde. Alle Beteiligten sind Laien und keine SchauspielerInnen. Die Geschichte wird fiktiv und absolut spontan ohne festes Skript gespielt. Die Runde wird so gespielt, wie die SpielerInnen es gerne mögen. Diese Art, das jeweilige Spiel zu spielen und oder die Spielwelt zu erleben, kann von deinen Erfahrungen und Erinnerungen teils erheblich abweichen. Lass uns unsere Erlebnisse. Wir laden dich ein, sie mit uns neu zu erfahren. Solltest du Handlungsstränge erkennen, bitten wir dich, wenn es denn unbedingt sein muss, diese nur mit Spoilerwarnung zu kommentieren. Beim Spiel kann es zur Thematisierung verschiedenster Ismen kommen. Sollte dich eine Thematik oder eine Verhaltensweise stören oder triggern, bitte achte auf dich selbst und spule vor, zurück, überspringe eine Folge oder schaue etwas anderes. Aber bitte, quäle dich nicht mit dem, was wir hier tun. Denn diese Runde soll sowohl für SpielerInnen als auch für euch ZuschauerInnen zur Unterhaltung da sein. Auch und gerade bei Themen, die schwierig sein können, bitten wir dich absolut zwischen gespielten Charakter und SpielerInnen zu unterscheiden. Alles ist fiktiv. Nur ein Spiel. Fühlt euch frei, Charaktere oder Plotlines zu mögen oder nicht zu mögen. Aber übertragt diese Gefühle niemals auf SpielerInnen. Vielen Dank. Und nun viel Spaß mit der Runde. Ja, huhu, hier wieder beim Koani und zu einer neuen Runde Pen and Paper Rollenspiel. Wir spielen heute eine Runde Das Schwarze Auge mit speziellen Regeln, die keine Würfel erfordern. Heute mit dabei die gute Sierra als Mora, unsere Schmugglerin. Hallo, schönen guten Abend zusammen. Und der Kakko als Osko, der Pereine Novize. Guten Abend. Und der Ossi als Astanio, der Weißmagier. Prior Tag. Dann haben wir Marot als Jandrik, den Golgariten. Hallo. Und Elanor spielt uns Ilena von Kokum, die Amazone. Die Loyen zum Große. Ja. Für alle die das erste Mal hier einschalten, wir sind schon in Teil Nummer 5. Die früheren Teile findet ihr alle auf YouTube zum Nachschauen. Sei euch herzlich ans Herz gelegt. Wir machen hier nicht eine super große Recap-Session vorneweg. Aber ich glaube, man kommt auch so ganz gut ins Geschehen hinein. Außerdem spielen wir hier gleich sehr erzählerisch. Das heißt, ihr werdet von den Vorgängen, die hinter den Kulissen passieren, was Spielmechanik angeht, nicht viel mitbekommen. Ich werde hin und wieder mal vielleicht die Szene wechseln und euch Karten zeigen, die wir ziehen. Weil wir gehen da nicht drauf weiter ein.
sondern wir spielen einfach weiter, sodass wir nicht aus der Rolle fallen. Und deswegen werden wir auch wahrscheinlich nicht so auf den Chat eingehen können. Fühlt euch trotzdem frei, irgendwie zu schreiben oder irgendwie aktiv zu sein, untereinander irgendwie zu grübeln, was passiert. Hin und wieder, wenn ich Zeit dafür finde, dann kann ich natürlich auch was schreiben, aber rechnet nicht damit. Ja, aber schön, dass ihr alle da seid. Das freut mich. Denn heute ist ja Reformationstag. Und irgend so ein komisches heidnisches Fest auch, was mit irgendwie mit Toten zu tun hat. Das passt irgendwie ganz gut, weil wir ja die Träume von Tod bespielen. Und ja, deswegen gehen wir gleich mal in Medias Res und in die Drabenmark hinein. Ich kann euch die nochmal ganz kurz zeigen, falls ihr die noch nicht wisst, wo die genau ist. Das hier ist eine Karte der Drabenmark. Wir befinden uns sehr nah des Todeswalds gerade. Der Todeswall ist die gestrichelte Linie auf der linken Seite. Die trennt die Ost- von der Westdrabenmark und wir sind auf der östlichen Seite. Und danke, Nestorion DT, für deinen guten Wunsch. Ich soll euch ausrichten, ein gutes Spiel. Werden wir hoffentlich haben. Ja. So, ja, die Drabenmark, genau, das ist sie. Und wir schauen mal, was heute passiert, denn beim letzten Mal habt ihr Kinder, die ihr gerettet hattet, fortgebracht aus Neu-Ogrenwacht, der Stadt, in der die meisten von euch gelebt haben, und habt sie gelassen bei einer alten Frau, die Mora kannte, und hofft, dass diese Frau vertrauenswürdig ist und sich gut um die Kinder kümmert, während ihr eine Aufgabe besetzt, nämlich einer magischen Karte, die Jandrik mit sich geführt hat und die von Astanio entschlüsselt worden ist, die einen Schwachpunkt im Todeswall zeigt, ja, den Schwachpunkt irgendwie auszukundschaften und nutzbar zu machen für das Heer, was auf der anderen Seite des Todeswalls wartet. Und Jandriks Orden, die Golgariten, denen ermöglichen soll, dass sie den Todeswall erstürmen, einnehmen und somit den Zugang zu Ostdrabenmark bekommen. Das ist vorher noch nie einem Heer gelungen, also es sind schon Heere einmal drüber, haben auch den Todeswall ganz kurzzeitig mal eingenommen, aber nie konnte der gehalten werden, weil diese Mauer nicht nur eine Mauer ist, sondern irgendetwas ist damit ganz verkehrt. Und vielleicht erfahren wir heute ein bisschen mehr über den Todeswall. Gut, dann begeben wir uns doch mal in die Ostdrabenmark 1031 nach Bosporans Fall. Ne, 1037 nach Bosporans Fall. Es ist 2 Tage her, seit ihr die Kinder bei Esmeralda gelassen habt, der alten Dame, die Mora kannte und für die Mora sich verbürgt hat, dass sie die Kinder sicher unterbringen kann, für sie sorgen kann. Ihr musstet euren Wagen abgeben, weil Astanio und, naja, eigentlich alle von euch davon überzeugt waren, dass das Pferd, was ihr mitgeführt habt, das den Wagen gezogen habt, ein dämonisch verseuchtes oder besessenes Pferd war, dass das keine gute Sache ist, ein solches Ross mit sich zu führen. Daher seid ihr es losgeworden. Esmeralda hat dafür gesorgt, dass es wegläuft in den Wald. Heißt aber auch, dass ihr den Reisekomfort, den ihr bisher hattet, und die Schnelligkeit, die man mit einem Wagen auf der Straße haben kann, nun nicht mehr habt. Ihr müsst zu Fuß laufen. Und es ist kalt, denn der Winter naht. Nebelschwaden liegen tief auf dem Gebiet, das ihr durchquert. Ihr versucht, euch von den Straßen fernzuhalten. Mora kennt die ein oder anderen Schleichwege, aber ein Fußgänger hat aus sie momentan nicht so viel Geheimwissen parat. Denn sie ist normalerweise wirklich mit ihrem Fuhrwerk unterwegs. Und es ist auch nicht gewohnt, sich komplett abseits von allem zu halten. Normalerweise sorgt ihr Ruf dafür, dass niemand sie belästigt.
Ihr hattet euch gestritten, kurz bevor ihr bei Esmeralda angekommen seid. Ein schweres von Träumen und Todesträumen, von Thagunitod verseuchten Träumen, könnte man sprechen. Aufgestachelt vielleicht. Euer Gemüt aufgewiegelt gegeneinander. Gezielt die Schwachstellen suchend, die eh schon da sind in euren Herzen und in euren Köpfen. Vor allen Dingen Astanio hat sich hervorgetan als jemand, der, naja, schnell und unbedacht handelt in euren Augen. Auch Dinge tut, die ihr ihm nie zugetraut hättet. Unschuldige schlagen oder verbrennen. Und im nächsten Augenblick sorgt er sich nur um euer Vorankommen und schnitzt Waffen aus Stöcken, aus gesammelten Ästen. Schnitzt Götterzeichen hinein und im nächsten Atemzug gibt er preis, dass er die Götter eigentlich als verloren ansieht. Das belastet bestimmt seine Beziehung zu Osko, der vielleicht ein paar Mal in diesen 2 Tagen versucht hat, genau diesen Punkt anzusprechen, so gut er sich mit Astanio bisher immer verstanden hat. Die Grundlage auf eurem guten Verständnis lag immer auf dem Gebeten, auf den göttlichen Zusammensein. Selbst die Spiele, die ihr gemeinsam immer gespielt habt, waren immer getragen von einem tiefen Gefühl, dass Astanio und du auf einer Wellenlänge liegt, was die Götter angeht. Und Elena, die sonst eine besondere Beziehung hat zu Astanio, nun, er hat dich getreten beim letzten Mal, hat dich herausgefordert zum Kampf und Astanio weiß ganz genau, wie Elena davon denkt. Eine Herausforderung zum Kampf ist etwas Ernstes für eine Amazone. Und Astanio weiß, was du bist. Besser vielleicht als jeder andere kennt er dich. Und doch tut er genau das, er fordert dich heraus. Er hebt sich über dich, ein Mann, der sich über dich erhebt. Ein paar Mal hast du vielleicht angesetzt, es auszudrücken, deinen Unmut zu äußern, aber momentan äußert sich, naja, eher deine Feigheit, das anzusprechen, was dich selbst noch rasender macht. Versuchst vor ihm zu laufen, damit du ihn nicht sehen musst. Und ganz tief in deinem Herzen ist auch immer noch der 2. Dolchstoß in deinem Herzen, dass du deine Tochter zurücklassen musstest. Bei dieser alten Frau, die so komische Andeutungen machte und Dinge wusste, die sie eigentlich nicht wissen konnte. Mora hat sich für sie verbürgt. Aber wer ist diese Mora schon? Sie ist eigentlich dafür bekannt, dass sie mit den Paktierern und mit den finsteren Gesellen in der Rabenmark gemeinsame Sache macht. Nur weil Osko seine Hand für sie ins Feuer gelegt hat, vertraut Elena Mora. Aber wie belastbar das ist. Auch hier ein paar Mal versucht, Osko oder Mora darauf anzusprechen, aber es gleich wieder sein lassen, weil die Stimmung unter euch so dermaßen schlecht ist, dass du kein weiteres Feuer entfachen willst. Vor allen Dingen, weil ihr das Ziel vor Augen habt, schnell voranzukommen. Und eine handfeste Auseinandersetzung mit Osko, Mora oder Astanio kannst du dir nicht leisten. Oder könnt ihr euch nicht leisten. Und Jandrik? Jandrik kennt euch alle nicht wirklich. Jandrik ist geschlagen worden, seine Nase, es tut immer noch weh vom Faustschlag von Astanio. Das Nasenbluten scheint nicht aufzuhören zu wollen. Vielleicht ist es auch etwas, was Jandrik will, dass diese blutende Nase ihn weiter daran erinnert, welch merkwürdiger Mensch dieser Weißmagier ist. Und doch braucht er ihn, denn er ist der Einzige, der die Karte lesen kann. Ansonsten hättest du ihn wahrscheinlich längst gerichtet für diese abfälligen Worte gegen Praios. Als zwar nicht Geweihter, aber als gläubiger Golgarit, wenn man das so nicht stehen lassen und
Noch verdächtiger ist, dass der perreine Novize nichts dazu sagt. Und die Amazone, zu der du am meisten Vertrauen hast, sie marschiert voran, strammen Schrittes. Dreht sich nicht um, spricht nicht. Hat ihre Tochter einfach so in den Händen einer alten Frau gelassen. Für eure Sache, für deine Sache, Jandrik, war das gut, aber wie weit kann man einer Frau vertrauen, die ihre Tochter in den Händen einer fremden alten Frau lässt, die sich verdächtig verhält? Und doch ist Jandrik froh, dass Elena dabei ist, weil er weiß um die Kampfkraft von Amazonen. Und wenn nur die Hälfte davon stimmt, kann es nicht schaden, Elena dabei zu haben. Auch wenn sie darauf bestanden hat, ihre Rüstung anzuziehen und öffentlich zu tragen. Das heißt, wenn euch jemand entdecken sollte hier in den Büschen, in den Wäldern, abseits der Straße, wäre sofort klar, um wen es sich handelt. Und Mora, die euch immer mal wieder den Weg zeigt, die ist ganz merkwürdig für Jandrik. Nicht lesbar. Es ist, als wäre sie ein Abbild von Jandrik selbst in einer gewissen Weise. Als ob sie genau wüsste, auf was er achtet und genau das vorgibt zu sein, was er gerade sehen will. Hier und da ein Lächeln, ein Augenzwinkern, ein inniger Blick und dann wieder Eiseskälte. Kein Wort. Und Zielstrebigkeit. Das passt alles nicht zusammen. Du kannst sie nicht wirklich einschätzen. Und sie kannte die alte Dame. Sie kennt die ganzen Wege. Und dazu die Gerüchte, dass sie mit den Paktierern gemeinsame Sache macht. Auch sie hättest du schon längst richten müssen, wenn du ja nicht hier in Feindesland wärst. Wäre sie garantiert eine der Ersten, die auf dem Scheiterhaufen landen, wegen ihren Aktionen. Aber Osko, der perreine Novize, er hat geschworen, dass man ihr vertrauen kann. Und das Wort eines Novizen, eines Geweihten, zählt viel für Jandrik. Auch hier, in der Rabenmark. Und Mora? Mora weiß mit sich selber auch noch nicht so wirklich, was anzufangen. Diese ganze Aktion war überhastet. Der Feuerball Astanios hat schlechte Erinnerungen wachgerufen in ihrem Kopf. Den Wagen zurückzulassen, der Streit um das Pferd, die Träume. Ihr kriegt alle keinen Schlaf, nur kurzzeitig. Und wenn ihr träumt, träumt ihr schlimme Sachen, die euch an eure Kindheit zurückerinnern, an schlimme Aktionen. Nur die dunkelsten Gedanken kommen in euren Traum hoch. Dies ist wahrlich ein von Tagunitot verlassenes Land. Ein von Boron verlassenes und von Tagunitot beherrschtes Land. Und Mora weiß, wie unerbittlich dieses Land sein kann. Viele, viele Male hat sie schon die bösen und düsteren Seiten gesehen, aus erster Hand. Sie war sogar dabei. Musste immer gute Miene zum bösen Spiel machen. Im Herz wissend, dass es falsch ist. Und doch auch wissend, dass sie nichts tun kann. Alleine. Sie war immer alleine, seit ihr Vater weg ist. Und jetzt sind da Osko, Jandrik, Astani und Elena. Mit einem Auftrag, einem Hoffnungsschimmer, der so lange gefehlt hat in Moras Leben. Aber wie belastbar ist der? Denn Mora spürt auch, dass da Zwist ist zwischen allen von euch. Keiner vertraut dem anderen. So scheint es. Allein der Ausdruck, dass ihr 2 Tage lang marschiert seid, schlecht geschlafen, schlecht gegessen habt und in der ganzen Zeit nur die nötigsten Worte gewechselt wurden. Und wenn, dann über Belanglosigkeiten. Und nun nähert ihr euch der Todeszone. Der Wald wird dürrer,
Die Bäume haben eh schon ihr Laub abgeworfen. Und jetzt werden die Bäume auch noch lichter. Und ihr werdet bald in freies Feld kommen. Ein Vierteltagesmarsch vielleicht noch. Und eure Beine und Füße tun weh. Und sind, ihr merkt die Feuchte und Feuchtigkeit und die Eiseskälte, die aufgezogen ist. Und die Belastung eures Gepäcks. Denn nicht alle von euch sind es gewohnt, mit viel Gepäck oder generell mit Gepäck so weite Märsche zu machen. Und dann auch noch so schnell, denn Elena gibt ein gutes Tempo vor. Und sie ist austrainiert, aber Osko zum Beispiel nicht. Und so entscheidet Mora vielleicht für alle anderen, dass es noch einmal jetzt wichtig wäre, innezuhalten, bevor man die Todeszone und das Schlachtfeld der dritten Dämonenschlacht betritt. Denn wer weiß, was da passiert. Niemand, der dorthin gegangen ist, ist bei klarem Verstand wiedergekommen. Einmal hat Mora das Schlachtfeld für zwei Schritte betreten. Allein das Gefühl, auf diesem verseuchten Rund und Boden von Blut getränkt und von Dämonen verseucht und von Geistern und Untoten heimgesucht. Irgendwann wird die Rabenmark vielleicht genauso aussehen wie das Stück Boden hier, dein Vater mal gesagt. Und das ist dein innerer Antrieb gewesen, so lange Zeit, dass es nicht so weit kommen darf. Und doch wolltest du hier nie wieder hin zurückkehren. Aber man fühlt schon innerlich, dass irgendetwas vor euch liegt. Etwas Düsteres, etwas Finsteres, etwas Karges. Das Schlachtfeld. 3. Schlacht. Dritte Dämonenschlacht um Borberath. Und davor schon so viele andere Schlachten. Nirgendwo in ganz Aventurien, so sagt man, sind mehr Menschen, Zwerge, Elfen verstorben als hier. Und das hat das Land gezeichnet. So sagt man. Elena, lass uns rausmachen. Und dann marschiert ihr auf dieses Feld zu. Elena ist auch langsamer geworden, als sie gemerkt hat, dass wir uns der Zone nähern. Ja. Lass uns nicht aufs freie Feld treten. Lass uns noch kurz hier rasten. Ja. Und Elena bleibt stehen und geht ein paar Schritte zurück zu den anderen. Ich hätte nicht gedacht, dass ich hier jemals wieder hinkomme. Das ist jetzt 16 Jahre her. Wie war es damals? Chaotisch? Ein Geschrei, ein Getöse? Ich saß auf dem Pferd, daher konnte ich über das Schlachtfeld, konnte ich drüber sehen, aber teilweise sind die Leute gefallen wie die Fliegen. Da waren diese Wesen, die einfach in eine Gruppe rein sind, einmal um sich geschlagen haben und die Gruppe war weg. Es war grausam. Einziger Hoffnungsschimmer war der Streitwagen von Rondra. Das Schlachtfeld dieser Jagde, das war ein Anblick. Ja, lass uns rasten. Aber haltet bloß die Augen offen, egal ob Tag oder Nacht. Es ist gefährlich hier, immer. Das brauchst du mir nicht zu sagen. Normalerweise halte ich mich fern von hier, aus gutem Grund. Kann ich vollstens verstehen. Mora blickt sich ein wenig gehetzt um und hilft dann vielleicht auch Osko noch ein kleines Feuer zu machen für Tee. Noch etwas Holz. Genau, danke. Aber nicht zu groß, ich meine.
viel Rauch. Das kann Aufmerksamkeit auf uns ziehen. Ich verstehe. Jandrik steht am Rand des Lagers, schaut in Richtung des Schlachtfeldes. Sieht man von dort aus den Wall schon oder noch nicht? Man sieht den Wall am Horizont. Hoch ragt er auf. Und eigentlich kennt Jandrik Schlachtfelder. Sonst kreisen immer irgendwelche Vögel, Aasfresser oder anderes unheiliges Getier kreucht und fleucht und nutzt das, was übergeblieben ist von den Knochen und von den Gebeinen derer, die gefallen sind und die nicht rechtzeitig weggeschafft wurden. Und selbst wenn alles weggeschafft wurde, bleibt da immer noch dieses merkwürdige Gefühl, dass die Natur genau weiß, was dort passiert ist. Aber hier, schon seit ein paar Stundenkerzen, hat Jandrik den Eindruck, dass nicht eine Grille zirpt, nicht ein Vogel ruft, nicht mal ein Vogel fliegen hast du sehen, kein Eichhörnchen, keine Maus, keine Ratte, kein Hase, nichts. Es wäre das Land komplett tot. Dann steht er da, blickt da immer wieder über das Feld und zum Wall. Man sieht ihm an, dass er am liebsten gleich los will, dass er eigentlich keine Minute mehr warten möchte, aber er sagt nichts, bleibt einfach da stehen und blickt herüber. Stanley wird sich wahrscheinlich auf der anderen Seite des Lagers platziert haben, bisschen abseits von allen, zu den letzten paar Tagen schon immer gemacht und schnitzt weiter herum, eine Figur nach dem anderen, die lässt er dann immer stehen. Braucht ja keiner mehr. Stumm. Osko bereitet in der Zwischenzeit einen Tee zu, erneut aus gesammelten Blättern des Apfelbaumes, der, wie er immer wieder verspricht, eine belebende Wirkung haben soll. Zusätzlich setzt sich Oskar auf einen Stein, nimmt einen kleinen Stein, eine Schale aus seinem Gürtel heraus und einen Schlüssel und kramt in einer seiner Taschen herum, holt ein paar Weizenkörner heraus und zerstößt sie. Gibt ein wenig Wasser hinzu und ein paar halb zerstoßene Körner und reibt sie damit seinen Muskeln ein. Oh. Ich kann nicht mehr. Es hilft, sich ein bisschen auszudehnen. Ja. Steh auf. Ja, links und rechts. Gleich, wenn es eingetrocknet ist. Besser jetzt, wo du, solange du noch warm bist. Sind die Muskeln noch flexibel? Ein bisschen dehnen, das hilft. Ja, gut. Komm. Das Tempo, das du vorgelegt hast, war auch ziemlich stramm. Ich meine so, mit dem ganzen Gepäck, ohne Karren. Entschuldigung. Nee. Alles gut. Na deswegen gut. Deswegen sollten wir zumindest ein wenig ausgeruhter sein. Ja. Bevor wir noch näher kommen. Ich meine, wir müssen fluchtbereit sein. Falls irgendwas passiert. Du glaubst du nicht ernsthaft, dass ich vor einer Herausforderung, wenn es zu einem Kampf kommt, fliehen werde? Außer es ist eine so große Übermacht, dass wir wirklich keine Chance haben. Aber selbst dann werde ich dort halt draufgehen und euch den Rücken frei halten. Auf offener Fläche? Nein. Jetzt dreht sich Jandrik um. Wir werden ganz bestimmt nicht da einfach hinmarschieren. Wir müssen unser Köpfchen benutzen. Wir müssen rüberkommen. Ehre ist ja schön und gut, aber dass wir rüberkommen, das ist wichtig. Das ist alles, was zählt. Rankommen. Wir müssen erstmal rankommen. Und wir müssen genau diese Schwachstelle finden. Die festhalten, wo sie ist. Das bringt ja nichts mehr, wenn wir rüberkommen. Der Rest muss rüberkommen. Durch. Nicht drüber. Durch.
Es ist wie eine, es ist wie eine Mauer. Es gibt ein großes Tor, durch das man durch kann. Und Elena weiß auch, dass es eine große Bresche in der Mauer gibt. Ja. Die das damals gibt. Durch die Posaunen geschlagen wurden. Mhm. Es gibt auch eine Bresche in der Mauer, durch die es wahrscheinlich am einfachsten durchkommen, aber sobald halt die Verseuchung gelöst ist. Solange die Verseuchung dort haust, ist da kein Durchkommen. Schwarze dämonische Ranken versperren einem den Weg. Flüstern. Jandrik, hast du die Karte? Jandrik schaut zu ihm, nickt, greift in die Tasche und zieht den Zettel hervor. Er hält es hoch. Hier ist er. Dann wird sich jetzt Tonio aufrappeln und hingehen und wieder den Zauber wirken, um wieder damit wieder vor seinem magischen Auge, dass sich das 3D-Modell hervortut, um sich das nochmal ganz genau anzuschauen. Als Tonio die Karte greift, um seinen Zauber wirken zu können, hält Jandrik sie nochmal kurz fest und schaut ihm fest in die Augen. Das ist deine Show, alter Mann. Ich hoffe, du versaust es nicht. Gib mir einfach die Karte und halt die Klappe. Dann lässt er los. Die astralen Energien fließen wie gewohnt durch Astanios Körper. Denn seine Sicht verändert sich. Und wie schon einmal baut sich die Zeichnung vor Astanios Auge auf. Niemand anderes außer dir kann es sehen, was für eine geheime Botschaft in diesem Zettel steckte. Aber dieses Mal ist etwas anders als beim letzten Mal. Astanio wird sich etwas gewahr. Irgendetwas ist hier, ist in diesem Muster zu erkennen. Ein arkanes Zeichen oder eine Markierung, was ein Aufflammen, ein Punkt, den man im astralen Gewirr nicht, das war vorher noch nicht da oder du hast es nur nicht bemerkt. Was zum Teufel? Asanio dreht und wendet die Karte, um einen besseren Blick auf diesen Punkt zu bekommen und konzentriert sich ganz genau darauf, um herauszufinden, was das ist und was es zu bedeuten hat. Die anderen betrachten, wie Astanio mit seinen magischen Gesten die Karte dreht, um die Karte herumläuft, sie in den Händen wiegt, seine Augen weit geöffnet, milchig weiß, fast schon silberfarben vielleicht, ein kleiner Schimmer durchzieht sie. Und dann auf einmal zuckt er zusammen, fällt hinten über und bleibt reglos auf dem Boden liegen. Was? Astanio, ich lauf, Elena läuft zu ihm hin. Astanio, hey! Verdammt, wach auf! Ein Rauhreif hat sich über Astanios Haut gezogen. Die Haare sind aufgestellt. Die dunklen Äderchen unter seiner Haut sind deutlich zu erkennen. Die Augen immer noch silbrig. Was ist das? Zitternd liegt er auf dem Boden. Osko kommt in dem Moment auch an. Hat er die Karte noch in der Hand? Er hat die Karte noch in der Hand, ja. Würde ich die Karte ihm aus der Hand reißen? Osko, was ist mit ihm? Ich weiß es nicht. Kann dir keinen Widerstand leisten. Nimmst die Karte weg. Aber an dem Zustand ändert sich nichts. Jandrik, nimmst du die Karte wieder? Er nimmt sie her. Verdammt, was ist bloß los? Meine Tasche. Wo ist meine Tasche? Hier. Und ich pack sie und gebe sie dir. Drück sie dir an die Brust. Osko nimmt die Tasche, öffnet
das Hauptfach und zieht daraus einen Lauch hervor, schneidet diesen oben zweimal auf, sodass es ein bisschen wie eine Möglichkeit gibt, ihn in Wasser zu tunken, die einzelnen Blätter benetzt. Findest du, dass das der richtige Augenblick für einen Topf ist? Ruhe! Lass ihn machen. Lauch befreit den Körper. Heiliger Lauch der Herrin. Ich brauche Wasser. Ja, natürlich. Hier. Emora, dein Wasser. Und sie gibt dir den Wasserschlauch in die Hand. Ist das ich aus dem Kopf. Und Osko tunkt die aufgeschnittene Spitze des Lauches in das Wasser, wiegt es etwas herum, lässt es abtropfen und schlägt erst sachte und immer fester werdend auf den noch zitternden Körper von Asayo ein. Er schlägt zum ersten Mal. Ekatebele, weiche aus diesem Körper. Ein zweites Mal führt er einen Schlag auf die andere Schulter. Heilungssegen. Herrin Pereine, lass mich dein heilendes Werkzeug sein. Schlägt ein weiteres Mal. Fülle mich mit Mitgefühl für alle Kranken und Verletzten. Lass deine lebende Kraft durch diesen Körper strömen. Kinde Göttin, du seist gepriesen. Und so geht es weiter. Osko betet aus seinem Kopf immer zöglich, aber nach und nach verschiedene Segen der Linderung und hofft, dass somit das Zittern ein Ende hat von Astanio. Astanio beginnt vor sich hin zu brabbeln, leise, sehr leise. Und in Bosperano, der alten Sprache, spricht jemand von euch Bosperano? Was sagt er? Versteht ihr das? Ich verstehe es nicht. Das sind irgendwelche Worte in einer Sprache, die verstehe ich nicht. Ich kann sie wiederholen. Versteht sie denn einer von euch? Dieser alte Mann, jetzt brauchen wir ihn dringend und dann sowas. Was ist das? Was geschieht mit ihm? Ich weiß es auch nicht. Noch nie zuvor gesehen, sowas. Fühlt er sich denn auch kalt an oder ist er einfach... Er fühlt sich auch kalt an, ja. Oh, verdammt, wir sollten ihn näher ans Feuer rücken und in eine Decke schlagen. Er ist eiskalt. Ja, trag ihn dahin. Ja. Andrik packt ihn am Oberkörper. Wartet, bis vielleicht jemand an die Beine geht und dann... Ja, Elena nimmt die Füße dann. Ziehen sie ihn zum Feuer. Osko legt seine rechte Hand auf Astanios Stirn ab. Herr Imperaine, schenke diesem sterblichen Leib Lebenskraft, denn sein Leib bedarf der Heilung in deinem Namen. Und nimmt ein Tuch und wischt ihm dann reinigt er ihm sein Gesicht. Es wirkt irgendwie rituell, wie das tut. Astanio hat sich den Punkt, diesen Lichtpunkt genauer angesehen und immer näher ist er ihm gekommen und er wollte ergründen, was sucht das im astralen Geflecht? Es hat hier nichts verloren. Und dann hat er gesehen, dass es gar kein Punkt ist. Je näher du dich daran getraut hast, desto klarer ist es. Es ist ein Zeichen, ein Siegel. Hast du es schon mal gesehen in den alten Büchern? Und tief kramst du in deinem Gedächtnis das Magiersiegel von Fasar. Das ist die Schwarze Gilde. Die Schwarze Gilde von Fasar. Und dann versinkt dein Blick in diesem Siegel und du siehst auf einmal einen jungen, tulamidisch aussehenden Mann vor dir stehen mit langem, lockigen Haar. Sein Gesicht wirkt fein und gütig. Er ist leicht geschminkt. Seine Magierrobe verrät seinen Stand und sein Stab ist prunkvoll. Astanio sieht nicht viel, was um ihn herum passiert, aber du merkst an seinen Gesten und an seinen Mundbewegungen, dass er etwas zaubert.
Du verstehst nicht genau, was er da tut. Aber du vernimmst Worte wie Bann und Schloss und Riegel und dann ein Fremdwort. Bastrabun? Vor deinem geistigen Auge siehst du dich wieder in den Vorlesungen sitzen als kleiner Eleve in der Magierakademie. Bastrabun, 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 was? Das habe ich schon mal gehört, das habe ich schon mal gehört. Bastrabun, Bann, Schloss und Siegel. Der vergessene Bastrabuns Bann? Ein Schutzzauber, ein mächtiger Schutzzauber, aber der ist verloren, niemand kennt ihn. Niemand. Die Echsen. Damals, vor etlichen Hunderten von Jahren, wurden die Echsen damit gebannt und das Land für die Tulamiden bewohnbar gemacht. Wichtiger Zauber. Was tut dieser Mann mit diesem Bannzauber? Was tut er? Stanios Interesse ist geweckt. Er betrachtet den Mann eingehender. Sieht nun die Schweißperlen, die ihm auf die Stirn treten. Die Bewegungen und Worte, die sich intensivieren. Es muss klappen, es muss klappen. Ich weiß genau, dass ich es richtig gemacht habe. Ich weiß genau. Jelef, Jelef, es muss klappen, es muss klappen. Er blickt zur Seite. Jelef, 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 Jelef. Stanius Gedanken. Jelef, Jelef. Es gibt einen Magier, den du kennst. Auch wenn du hast von ihm gehört. Jelef Ibn Binyasa. Ein bekannter Magier. Und er stand in der Dämonenschlacht auf der Seite derer, die die freie Welt verteidigt haben. Es muss klappen. Wir haben es richtig gemacht. Wir haben es rekonstruiert, nicht wahr? Und er wird atemlos und man merkt ihm an, dass seine Lungenflügel sich öffnen und schließen. Vielleicht meint Astani sogar einen Herzschlag zu vernehmen, der schnell, schneller und schneller und schneller wird. Du siehst die magischen und astralen Energien, die sich um diesen Mann formen. Es muss geklappt, es muss. Und dann passiert das Unglaubliche. Du siehst einen Dämon hinter ihm erscheinen, der schmerzverzerrt sein unwirkliches Nichtleben aushaucht und versucht zu fliehen vor dieser Gestalt. Das Leuchten kehrt in die Augen des jungen Magiers zurück. Ja, 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 wir schaffen es. Sie können den Wall nicht einnehmen. Und dann hörst du ein Geräusch von einem Pfeil. Ein schwarz gefiederter Pfeil, der den jungen Mann im Hals trifft. Zuerst sinkt er auf die Knie, immer noch die Bannworte rezitierend. Dann kippt er vornüber und rotes Blut färbt den Grund, auf dem er steht. Aus seinem Körper erhebt sich eine durchsichtige Gestalt, ein Abbild des jungen Mannes, der gerade noch vor dir stand. Er blickt auf seinen eigenen Körper herunter, während er immer noch die Bannworte spricht. Nein. Nein. Das darf nicht. Wir waren so kurz davor. Dann blickt diese durchsichtige Gestalt dich an. Du! Wer bist du? Du warst schon mal hier. Du hast mich nicht gesehen. Nein. Ich bin Astario. Was ist das hier? Schnell. Mein Name ist Jaramillo Ezequiel Tiguan von Fasar. Ich hab nicht viel Zeit. Hier.
Wir haben den Bannzauber nicht geschafft. Ich weiß nicht, was passiert ist, aber ich bin hier. Ich bin noch hier. Ich habe gesehen, wie der Kommandant gefallen ist. Der Schwarze. Und er hat es freigelassen. Und ich dachte, mein Körper ist zwar tot, aber ich kann es schaffen. Dieser Dämonoid. Ich kann es schaffen, ihn zu beherrschen. Ich weiß, wie es geht. Und selbst wenn ich nur ein Geist bin, ich werde es schaffen, ihn unter Kontrolle zu bringen. Ich werde den Bann vollenden. Aber du willst dich mit einem Dämon paktieren? Nein, 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 nicht paktieren. Beherrschen. Ich werde ihn beherrschen. Ich kann ihn beherrschen. Er zuckt zusammen und du siehst irgendwie aus ihm heraus, die eine Hälfte seines Gesichtes verzerrt sich und du siehst eine dämonische Fratze. Geh weg! Nein! Ist es fehlgeschlagen? Nein! Wir sind eins und doch zwei. Ihr müsst kommen. Ich kann ihn nicht lange zurückhalten, aber ich kann dir zeigen, wo er ist. Wo ist er? Da, wo das Zeichen ist. Ich warte auf euch, aber ich kann nur, wenn er abgelenkt ist, kann ich mich zeigen. Sonst entdeckt er euch. Und seine Gestalt verschwimmt und du siehst dann die dämonische Fratze wieder auftauchen vor deinen Augen. Mit roten, stierenden Augen voller Feuer blickt es genau in dein Gesicht. Astanio. So. Und dann hörst du Worte. Osko, was betest du gerade? Im Namen Pereines treibe ich dich, unheiliges Gezücht, aus diesem Leib. Nimm nichts mit, lass nichts zurück, fahre aus. Kehre in die Niederhöllen zurück, Fäulnis und Verderben haben keinen Bestand. Astanio! Gegen die Macht und das Wort der gnädigen Göttin, fahre aus! Und mit den Worten Astanio schlägt Astanio die Augen auf und fährt schweißgebadet nach oben. Ostrabon! Was ist los, Astanio? Göttin sei Dank, den Göttern sei Dank, du bist zurück. Was war los? Astanio, du hast uns einen riesen Schrecken eingejagt. Astanio schaut sich jetzt um. Wir müssen los. Wir müssen los, wir müssen sofort los. Jandrik hat recht, wir müssen los, wir haben keine Zeit. Was hast du gesehen? Was hast du gesehen? Sag uns erst, was du gesehen hast. Es gibt einen Weg, das... Astanio zitterte, er kommt gar nicht zu sprechen, klappern so die Zähne, aber er hat überhaupt keine Kraft, überhaupt nur noch zu sprechen. Sein Mund ist trocken, er schaut herum, voller Panik. Jandrik packt ihn an den Schultern, schüttelt ihn kurz. Was hast du gesehen, alter Mann? Wasser. Astanio, hier. Elena reicht ihm Wasser. Und Astanio wird alles auf einen Zug austrinken. Asko, hast du Tee? Ja, ich hab noch was. Hier, nimm den Tee. Ich leg dir die Decke um die Schultern und reib dir so ein bisschen. Was war los? Habt ihr schon mal von Charamelo Esquiel Tinyogan Eisfasa gehört? Nein. Den Namen. Nein? Nein. Dann bist du bei mir an der völlig falschen Adresse. Wer soll das sein? Astanio fährt sich erst einmal übers Gesicht. Mitglied der Schwarzen Gilde. Bruderschaft der Wissenden. Was? Er ist okay. Im Wall. Er hat versucht... diesen Dämon, den Dämon, der diesen Wall besetzt, unter Kontrolle zu bringen. Es ist schiefgelaufen. Sie sind nicht, okay. Sie sind eins, aber doch zwei. Wir müssen zu ihm. Okay. Ja. Ich weiß nicht, was passiert ist, ob er einen Pakt eingegangen ist oder nicht. Er versucht dagegen anzukämpfen, nur er kann ihn aufhalten. Aber wir müssen den Dämon ablenken.
Welchen Tag haben wir heute? Stanio, es wird gut. Dämonen ablenken. Von was redest du? Wenn wir den Wald sprengen, muss der Dämon besiegt werden, gebannt werden. Unter Kontrolle das heißt gebracht. Doch, bannen, unter Kontrolle bringen. Irgendwas hatte damals der Magier auf Kurkum gesagt. Er hat einen Dämon in die Niederhöllen zurückgeschickt. Nicht in die Niederhöllen, nein. Wer immer dieses... Er hat versagt, er hat versagt, er kämpft immer noch dagegen an, er ist kurz davor zu scheitern. Was können wir tun? Was können wir tun, um ihm zu helfen? Hingehen. Wir müssen zu dem Punkt, ich kenne den Punkt, ich habe den Punkt gesehen auf der Karte. Wir müssen genau dorthin. Aber Janrik hat recht, wir können nicht direkt übers offene Feld. Es gibt nichts. Der Dämon sieht. Sanju gräbt in seinem Wissen, in seinem Gedächtnis. Gibt es irgendeinen Weg unter den Augen des Dämonens zu diesem Punkt zu kommen? Kann er irgendwas erspähen? Irgendetwas aus seinem Hirn graben? Welcher Tag ist heute? Ist nicht bald auch der Tag, an dem Janrik dann deine Leute angreifen wollten? Vielleicht lenkt das den Dämon ab. Ich versuche mich zu erinnern, wie weit ist dieser Tag noch hin? Morgen ist er. Das ist morgen erst. Morgen, also. Das ist die Ablenkung. Wir müssen morgen genau zu diesem Punkt laufen. Das ist die einzige Chance. Dann werden wir das tun. Jandrik denkt nach. Hat er damals irgendwelche Instruktionen bekommen, irgendwelche Zeichen, die er senden könnte? Lichtsignale, irgendwas, mit dem er signalisieren könnte, dass sie vielleicht früher angreifen? Man ist davon ausgegangen, dass du zurückkehrst. Das heißt, du hast keine großen Signale, die ausgemacht wurden. Aber das klingt jetzt so, als könnten wir nicht bis morgen warten, oder? Doch, wir müssen bis morgen warten. Es gibt keine andere Möglichkeit. Wenn es keine Ablenkung gibt, sieht er uns. Wenn er uns sieht, ist die Hoffnung verloren. Und in seinem Zustand kann das Tony auch gerade nicht uns wirklich viel helfen. Er muss erst wieder auftauen. Wie lenkt man einen Dämonen ab? Er hat meinen Namen gerufen. Er weiß, dass wir kommen. Er weiß, dass wir hier sind. Er wird Flügel schlagen. Hat meinen Namen gehört. Lösch das Feuer, Osko, direkt. Etwas nähert sich eurem Camping, also eurem Lagerplatz. Elena springt auf und zieht ihr Schwert. Duckt euch. Kleine schwarze Punkte am Himmel, die vom Todeswall herüber zu euch fliegen. Oh, verdammt. Schnell, duckt euch ins Unterholz. Der Handwerk ist schon auf dem Weg rückwärts ins Unterholz hinein, aber währenddessen beginnt er schon zu suchen einen Weg in Richtung Wall, bei dem man vielleicht nicht so gut gesehen wird, vielleicht durch das Gras, vielleicht irgendwo da entlang. Da ist kein Gras. Gar nichts, keine Felsen, kein Nichts. Totes, karges Land. Und Jandrik späht über das Feld. Da ist irgendwas, da ist eine Hütte. Ungefähr auf halbem Weg zum Wall. Abseits. Eine Hütte. Mitten auf dem Schlachtfeld. Wenn man da hinkommt, vielleicht in dessen Schatten, kann man dann vom Wall gesehen werden? Schwer zu sagen. Wahrscheinlich, wenn man aufpasst, wird man euch sehen, wenn es jetzt zur Hütte kommt, ja. Besser als gar keine Deckung. Das Schlachtfeld der Dämonenschlacht durchzieht die ganze Breite zwischen den beiden Gebirgen. Damals waren Tausende von Menschen, Zwergen, Ogern, Elfen hier. Dann schaut Jandrik zu den anderen, weist mit seiner Hand in seine Richtung, geht in die Hocke und beginnt, so schnell er das in der Hocke kann, in Richtung dieser Hütte zu eilen.
Nicht, Erndrick. Noch jetzt nicht. Helene wird ihn zurückhalten. Nicht, wenn die Vögel fliegen. Lässt sich nicht zurückhalten. Also er ist ja schon auf dem Weg. Helena ist dann, geht hinterher und hält ihn auf. Jandrik, warte. Zumindest bis die Vögel weg sind. Sie werden uns sowieso sehen, wenn wir hier bleiben. Wir müssen weg. Aber ich raste lieber hier außerhalb des Schlachtfeldes für die Nacht als auf dem Schlachtfeld. Ich denke, dass sie uns spüren. Wir können nicht mehr warten, ich fühle es. Wir müssen jetzt handeln. Wir hätten niemals ein Feuer anmachen dürfen. Hört Astanio die Unterredung von den beiden? Also ich bin weiter auf dem Weg nach vorne. Elena hat dich gehalten. Also ich höre dich wahrscheinlich nicht. Also dann musst du mich gewaltsam festhalten. Wirklich. Da tut sie. Sie dreht dir die Hand auf den Rücken und drückt dich nieder. Und sie kann das. Das kommt halt auch überraschend, dass sie dich so festpackt. Jandrik, jetzt nicht überstürzen. Bitte. Lass uns zumindest gerade mit den anderen was besprechen, das du vorhast. Die Vögel oder was auch immer das ist, hat euch erreicht. Ihr blickt nach oben. Ihr seid drei, vier Schritte ist Jandrik auf das Schlachtfeld gelaufen. Und die Vögel erreichen euch beide als erstes. Ihr blickt nach oben, als sie euch umkreisen und seht, dass es keine Vögel sind. Es sind Augen. Große Augen mit Fledermausflügeln. Und sie umkreisen euch. Lass mich los. Beginnt's. Allen Mora zückt ihre Schleuder. Ein Schauer läuft über euren Rücken, als noch mehr von diesen Augen über euch fliegen und Osko, Mora und Astanio umschwirren. In gehörigem Abstand, ungefähr 2 bis 3 Meter über euch. Aber langsam. Wie groß sind die? Unterschiedlich groß. Manche Augen sind klein, manche sind so groß wie ein Kopf. Eines davon ist sogar richtig groß, fast 2 Köpfe groß. Wie viele sind das? 3 Stück umkreisen Jandrik und Ilina und 2 sind über euch gerade. Das heißt, wir haben 2 kleine Kreise, ne? Die flattern halt da oben rum. So viel zum Thema ungesehen. Lass ihn los, Ilina. Zur Hütte. Ja, dann Ilina lässt ihn los und bewegen uns auf die Hütte zu. Nein, Jandrik bleibt jetzt stehen. Er schaut diese Augen an. Er starrt sie an. Wer seid ihr? Keine Antwort. Was wollt ihr? Berichtet ihr euren Herren? Ja, wir sind hier. Mora hebt die Schleuder und versucht, eins von diesen Dingern anzuvisieren. Vielleicht das, was am trägsten fliegt. Sie nimmt sich einen Augenblick und dann schießt sie darauf, wenn es ihr gerade mal zu nahe kommt. Der Stein löst sich von der Schleuder, findet sein Ziel direkt in die Mitte des Augapfels, prallt von ihm ab und fällt zu Boden. Das Wesen flattert einmal kurz 2, 3 Schritt weiter nach oben und hält dann die Höhe. Tonlos. Was für ein widerliches Vieh. Astanio wird mit zitternden Beinen, denn er ist immer noch sehr geschwächt durch seinen Zustand, aufstehen. Die Hände zum Himmel erheben und schreien. Ich muss es nochmal raussuchen. Nein, ich hab's verloren. Einen Moment. Ist natürlich verloren.
Währenddessen geht die Jantrik doch jetzt weiter. Wenn sie es zulassen, an den Augen vorbei. Er duckt sich nicht mehr in Richtung dieser Hütte. Und während Jandrik da nach hinten geht, wird er von hinten Asano brüllen hören. Blitz dich, Find, werde blind! Um die Gegner zu blenden. Und dann schaut Asano Oscar an. Renn! Und flitzt Jandrik hinterher. Auch Jandrik rennt nun. Elena nimmt auch die Beine in die Hand. Oscar ist längst schon fortgelaufen. Astanius Erwartung ist, dass irgendeine Reaktion kommt, irgendein Zurückschrecken oder so irgendwas, aber kein Ton, nur ein weiteres Flattern, Zwinkern der komischen, merkwürdigen Augen. Und dann werden sie durchsichtig und verschwinden. Und du hörst immer noch das Flattern, während du läufst. Wo sind sie hin? Nicht stehen bleiben. Nicht stehen bleiben. Wir sind hinter uns. Es hat nicht geklappt. Es war die einzige Möglichkeit, die wir hatten. Rennt einfach. Hey. Klar. Ihr hört die Flügel schlagen über euch. Aber es ist nichts zu sehen. Ich hasse Magie. Gerade wenn es derartige Magie ist. Und steh mir bei. Was waren das? Was ist das? Nicht waren. Sind ja immer noch hier, diese Biester. Elena hat solche Wesen schon mal gesehen in der Dämonenschlacht. Sie umschwirrten das Schlachtfeld. Ja. Jetzt kommen die Bilder wieder hoch. Sie sind die Wachen auf dem Schlachtfeld gewesen, damals vor 16 Jahren. Sie schien vollkommen unbeeindruckt davon zu sein, was ich oder Astanio getan hat. Sie sind äußerst robust gewesen. Ich glaube, es war nur ein wirklich von einem Rondra geweihten herabbeschworener Blitz, der sie treffen konnte, aber dazu was kann ich nicht. Vor allen Dingen waren sie nicht das erste Ziel. Diese Augen haben eigentlich gar nichts gemacht damals. Sie waren einfach nur da. Da waren andere Dämonen, die von den Geweihten eher angegriffen wurden oder von den Magiern eher angegriffen werden mussten als diese fliegenden Wesen, die eigentlich nichts getan haben, außer da zu sein. Stimmt, obwohl ich recht entsinne, ist nur ein einziger Mal ein Blitz hat eins getroffen. Sie haben immer nur beobachtet. Es war gruselig, von ihnen beobachtet zu werden. Immer noch kein gutes Zeichen. Nein, es gab andere Dämonen, um die sie sich gekümmert haben, die ganzen Geweihten und Magier. Es sind Späher. Ja, und Wachen. Er hat sie ausgeschickt. Der Wall selber wahrscheinlich. Die Frage ist, ob der Wall oder der Dämon war. Oder beides. Der Wall selber lebt nicht. Ha, doch. Doch. Das ist der Dämon, der darin lebt. Vielleicht ist es irgendetwas aus beidem. Der Wall ist keine Zeit für solche Fachsimpeleien. Wirst du selbst gleich selbst morgen und sehen. Und Mora schaut mal diese Hütte, auf die Jandrik ganze Zeit zuhält. Ja, Jandrik rennt. Der hält hier keine Gespräche. Ihr rennt über das Schlachtfeld und erreicht relativ zügig die Hütte. Eine provisorisch zusammengezimmerte Holzhütte mit Leder umkleidet, sodass sie den gröbsten wittrigen Bedingungen standhalten kann. Nichts für die Ewigkeit. Warum sollte jemand auf diesem Schlachtfeld eine Behausung bauen? Es wirkt sehr klapperig und ungelenk. Also ein Meisterzimmermann war das hier nicht, aber besser als ein Zelt ist es allemal. Ihr umrundet diese merkwürdige Hütte und bemerkt einen Eingang mit Fellen verhangen. Jandrik, sein Schwert in der Hand,
Tritt hinein. Das Innere der Hütte ist sehr karg. Eine kleine Bettstatt, notdürftig zusammengezimmert, mit Fellen ausgelegt und Stroh. Daneben ein Schreibtisch, an dem man stehen und etwas schreiben kann. Du siehst eine Schreibfeder und mehrere Kohlestifte, Pergamente. Einige Pergamente zusammengerollt in einem Regal daneben stehen. Und von der Decke hängen Knochen. Von Tieren wahrscheinlich oder vielleicht auch von Menschen. Du hoffst, dass es tierische Knochen sind. Gibt es hier ein Fenster oder eine Luke, von der man zum Wald blicken kann? Nur die Öffnung, durch die du gerade reingegangen bist. Vor der Hütte war noch eine kleine Lagerstätte, eine kleine Feuerstelle mit einem Kessel darüber. Sieht es so aus, als wäre hier vor kurzem jemand gewesen? Es riecht tatsächlich nach Schweiß. Das heißt, vor gar nicht allzu langer Zeit muss hier jemand gewesen sein. Übertüncht wird der Geruch durch ein Duftwasser, das sehr penetrant nach Flieder riecht. Das Schwert zuckt im Kreis. Ist hier noch jemand? Ich suche. Schaue. Es gibt hier in diesem kargen Zimmer nichts, wo man sich gut verstecken könnte. Der Boden ist lehmig. Hinter dem Schreibtisch hätte man sich kauern können, aber da hast du zuerst es gesucht. Du rückst das Regal zur Seite, dahinter hat sich auch niemand versteckt. Hier ist niemand. Zwischen dem Stroh stichst ein paar Mal hinein. Nee, da ist niemand. Helena folgt Janrik rein. Sieht die Knochen. Oh, das sieht mir nach einer Nekromantenhütte aus. Oh, dieser Geruch. Hm. Hier scheint noch jemand zu hausen. Eine Art Tempel oder sowas? Er wohnt doch hier. Da steht ein Bett. Na gut, das eine schließt das andere nicht aus, oder? Ja, das stimmt wohl. Naja, wenn er hier der Wächter ist und mit dem arbeitet, was noch hier übrig ist. Auf jeden Fall hat es keinen Sinn mehr, sich zu verstecken. Sie wissen, dass wir hier sind. Das tun sie, ja. Dann hat es aber auch keinen Sinn mehr zu warten, oder? Doch. Doch, Yastanio ist nicht einsatzbereit. Es geht nicht darum, dass ich nicht einsatzbereit bin. Wenn wir dort jetzt reinrennen, haben wir keine Chance. Wir brauchen die Ablenkung. Ja. Ich weiß, du wartest nicht gerne, Junge. Aber gerade ist es Selbstmord, dort einfach reinzurennen. Die einzige Chance ist morgen. Und wenn so ein Herr angreift, wird man das, denke ich, hören. Nachdem, wie sie angreifen. Weißt du, mit was sie angreifen wollen, Janrik? Weiß ich das noch? Eine Armee aus mehrzählig Golgariten und Prajoten. Golgariten, Prajoten, eine ganze Armee. Wie viele es sind, weiß ich nicht. Auch wenn Prajoten dabei sind, glaube ich, die wird man hören. Und eventuell auch sehen, wenn sie ihr Licht Praios vom Himmel herabbeschwören. Ich hoffe, sie greifen nur an. Weil eigentlich sollte ich ja zurückkommen. Naja, sie werden nur wegen mir nicht alles absagen, nehme ich an. Ja, davon kannst du, denke ich, ausgehen. Mora ist bewusst draußen geblieben, als sie hört, dass es da drinnen wohl leer sein soll. Lässt den Blick noch einmal umherschweifen. Nicht, dass man überrascht wird vom Bewohner dieser Hütte. Sie lehnt sich neben den Eingang und beobachtet erst einmal, blickt auf das freie Feld, ob sich irgendwas dieser Hütte nähert. Du siehst tatsächlich eine Gestalt, wie sie sich der Hütte nähert. Ungelenker Schritt, sehr zügig, und alsbald hörst du tatsächlich jemanden reden, zu sich selbst sprechend. Kurz schiebt sie den lederenden Vorhang beiseite.
Ich glaube, wir sind bald nicht mehr alleine hier draußen. Ruft sie, raunt sie nur in die Hütte. Was war zu erwarten? Ich komme raus. Sie zieht ihr Beil vom Gürtel, aber erhebt es nicht. Und wartet. Melina hat auch die Hand am Schwert. Asanio geht mit weichen Beinen auch noch draußen im Schwert. Ja, ein Trickfakt. Osko ebenso. Ich bin mal gespannt, wer das ist. Ein älterer Mann nähert sich der Hütte. Und als er euch sieht, versucht er sich aufzurichten, er ist sonst ein bisschen gebückt gelaufen. Er streckt so ein bisschen das Kinn nach oben. Sein Anblick ist leicht abgemagert, als ob er lange nichts mehr gegessen hat. Wangen eingefallen. Das Haar zottelig, aber lang. Strähnig, fettig. Und der Wind weht einen leichten Hauch von Flieder zu euch herüber. Er trägt eine Kutte und einen langen Gehstock oder Stab. Sehr na. Zum Gruße, der Herr. Ja, zum Gruße. Wir wollten euch nicht überfallen. Was tut ihr in meiner Behausung? Nun, wir hatten kurz gehofft, ein wenig Rast machen zu können. Ein wenig Unterschlupf zu finden. Nur für einen Moment. Hier, Unterschlupf. Auf dem Schlachtfeld der Dämonenschlacht. Wer hat euch geschickt? Niemand hat uns geschickt. Natürlich hat euch niemand geschickt. Es war nie. Der Rat hat euch geschickt, nicht wahr? Ich soll zurückkommen, ne? Das kann er sich abschminken. Sie bestehen Super. Drauf. Nein, ich werde nicht zurückkehren, ehe ich die Geheimnisse um den Wall gelüftet habe. Wir sind autorisiert, euch mit Gewalt zurückzubringen. Ihr wollt mich auf diesem Boden, der so viele Tote beherbergt, mit Gewalt zwingen? Der Rat erwartet euren Bericht. Der Rat weiß ganz genau, dass ich der mächtigste Nekromant unter ihnen war. War? Ja, bis ich den Rat verlassen habe. Diese Machtspielchen kann er sich abschminken. Forschung, Wissen. Das ist das Wahre. Deswegen sind wir hier, um euch zurückzubringen. Der Rat hat endlich erkannt, wie wichtig ihr seid. Dann lasst mich hier in Ruhe forschen. Ich meine, vielleicht könnt ihr mir ja helfen. Ja, euch helfen? Was meint ihr damit? Ja, dieser verdammte Wall. Er entzieht sich immer meinen Forschungen. Ich selber kann mich ihm nicht nähern, ohne dass er mich angreift. Er weiß ganz genau, was ich will, was ich seine Geheimnisse will. Aber er lässt mich nicht. Wie greift er euch an? Mal so, mal so. Ich bin schon lange nicht mehr in seine Nähe gelaufen. Ich bin ja nicht lebensmüde. Und diese Augen? Welche Augen? Diese fliegenden Augen. Die Gutongi. Sind Gutongi hier? Hey, Wall! Guckst du mir zu? Greifen sie dich an? Gutongi greifen niemand an. Was tun sie dann? Gutongi sind Speer. Hier gibt es mehrere Dutzend von diesen Viechern. Wenn nicht sogar noch mehr. Sie sind die Augen des Walls. In jedem Fall möchte der Rat Bericht. Was habt ihr bis jetzt herausgefunden? Wenn ihr schon nicht selbst kommen wollt, dann müsst ihr uns Bericht erstatten. Eine Gegenfrage. Was macht eine Amazone im Dienste des Rates?
was man kriegen kann, wenn man nicht mehr zurück kann wegen Taten. Taten. Ja, haben wir nicht alle irgendwelche Taten gemacht, ja. Und dann lassen sie dich trotzdem mit dieser lächerlichen Rüstung hier rumlaufen, als würdest du immer noch diesem Abklatsch von einer ehrwürdigen göttlichen Frau dienen. Tja, ich hatte es versteckt. Ich habe es jetzt dann angezogen für diese Mission. Einzig, um mich zu beeindrucken, hä? Könnt ihr euch abschminken. Ich habe keinen Respekt vor den Zwölfen. Ja. Das müsst ihr auch nicht. Das verlangt ihr niemand. Ich habe Respekt vor keinem, außer von dem Wissen. In einem hatte der große Meister ja recht. Ja. Wir machen die Mächtigen zu dem, was sie sind. Nicht umgekehrt. Sie sind auf uns angewiesen. Wenn wir nur genau und genug forschen, dann werden wir irgendwann das Wissen haben, nach Alvaran einzuziehen. Er ist gescheitert, aber er war auch zu gierig, glaube ich. All diese ganze, ziehe mit einem Heer umher, was soll das Ganze? Er hätte forschen sollen. Er hätte weiter forschen sollen. Dieses Kämpfen macht keinen Sinn. Dieser Walder. Was kontrolliert ihn? Was macht ihn so mächtig? Ja, damals in der Dämonenschlacht ist hier viel passiert. Ja, es wird bald dunkel, dann werdet ihr hier einiges sehen, zu sehen bekommen, wenn ihr nicht in die Hütte geht. Wenn ich euch reinlasse. Aber, ja, der Wall, nein, er wird von niemandem mehr kontrolliert. Sein Kommandant ist bei der Schlacht gestorben. Dann ist es wichtig, dass ihr herausfindet, wie man ihn wieder unter Kontrolle bringt, oder nicht? Ja. Ich glaube, damals hat man einen Daimonoiden beschworen und ihn an den Wall gekettet. Aber irgendwas ist schiefgelaufen, als der Kommandant gestorben ist. Eigentlich hätte er kein Bewusstsein entwickeln dürfen. Und es kommt mir manchmal so vor, als hätte dieser Wall wirklich eine Vorstellung davon, wie es ist zu leben. Ja, er befehligt hier alles. Der Wall selbst, wenn ihr versteht. Wenn man sich nah genug herantraut, kann man es manchmal sehen. Ja. Die Untoten, die auf dem Wall herumlaufen, sie laufen koordiniert, sie laufen, als würde sie jemand befehligen. Aber hier ist niemand, außer mir. Und ich, naja, meine Kraft ist nicht stark genug. Ich habe heute Morgen erst 5 Zombies in Richtung Wall geschickt. Sie sollten mir berichten, aber jedes Mal, wenn ich sie losschicke, übernimmt dieser dreckige Wall sie einfach. Der Wall übernimmt die Kontrolle über eure Untoten? Ja, ich bin nicht stark genug, um sie zu behalten. Ich muss weiter daran arbeiten, meine Kontrolle stärker zu machen. Jeden Tag schicke ich weitere. Hier gibt's ja genug Leichen auf dem Feld. Und ihr selbst? Wart ihr mal dort? Zweimal. Ich bin nur knapp mit dem Leben davongekommen. Diese Ranken. Die Ranken, die sind das Schlimmste. Sie saugen einem das Sikarian aus dem Leib, wenn ihr versteht, was ich meine. Nein, tun wir nicht. Natürlich versteht ihr das nicht. Also, für euch, sie saugen einem das Leben aus dem Leib, bis man nur noch eine leere Hülle ist. So kann man gar nicht nah genug heran? Manchmal kommt man durch. Vielleicht schläft der Wall manchmal. Ich habe beobachtet, dass es unregelmäßige Tageszeiten gibt, wo man sich im Meer nähern kann oder nicht. Manchmal lässt er mich auch ganz nah heran, bis an die Mauern. Die Mauern selbst sind auch, als würden sie aus einer Art Haut bestehen und nicht aus Stein. Es ist eine wahnsinnig starke Astralkraft, die sie durchfließt, diese Mauer. Nur an der Bresche ist es etwas einfacher. Da, wo das Götter wirken, das große
den Wald zerstört hat. Ja, dieses große Loch geschlagen hat. Ich habe mal versucht, ein paar Steine herauszubrechen, aber dann kamen diese Elementare und haben die Steine einfach wieder hingesetzt. Aus dem Nichts haben sie sie beschworen und dann aufgefüllt. So. Dann habe ich eine Feuerlanze hineingeschossen und habe versucht, den Wald zu verbrennen, aber naja, dann hat es kurz gebrannt und dann kamen wieder ein paar Elementare und haben ihn gelöscht und die verkohlten Steine ersetzt. Das Ding ist wie ein Lebewesen. Wisst ihr, wenn ihr euch in den Finger schneidet, ist die Wunde kurz da. Aber dann heilt sie zu. Versteht ihr? Einen schönen Stab habt ihr da, Meister. Ja. Gefällt euch, ja? Ja. Schöne Handwerkskunst. Das heißt, ihr könntet uns an die Breche führen, vielleicht. Naja, die ist ja nicht zu übersehen. Das heißt, wenn ihr euch dem Wall nähern müsstet, um weitere Forschungen anzustellen. Oh, ich gehe da nicht mehr hin. Ich schicke meine Untoten, das ist sicherer. Aber wie wollt ihr dann sicher sein? Sicher sein, was? Sie hat recht, es ist doch weniger erfolgsversprechend, wenn ihr nur gedankenlose Diener schickt. Euer brillanter Verstand wird doch viel mehr erkennen, wenn er aus nächster Nähe die Geheimnisse des Walls zu ergründen sucht. Ich habe Mittel und Wege gefunden, durch ihre Augen zu sehen. Und wie könnten wir euch in eurer Forschung unterstützen? Das war nur eine fixe Idee, aber vielleicht ist es das, was wir dem Rat berichten können. Naja, also... Geehrter Meister, ich würde gerne mit Ihnen ein wahres Wort sprechen. Wo bleibt Ihr Mut? Wo bleibt Ihr Forschungsdurst? Was soll das bedeuten? Nun, Sie sind immer alleine. Ich kann verstehen, dass Sie nicht zum Wald gehen wollen alleine. Wir sind hier eine Gemeinschaft. Wir könnten Sie begleiten und mit Ihrem brillanten Wissen könnten wir natürlich ohne Schaden dorthin kommen. Es wäre eine große Möglichkeit für Sie, mehr Wissen anzusammeln über den Wald. Ja, das stimmt. Der Rat hat erkannt, wie wichtig ihr seid und eure Forschung. Er hat uns geschickt, um euch zu helfen und dann Bericht nach Hause zu bringen. Ah, sehr nutzt gut. Uns. Und ja. Der Rat hat natürlich auch versprochen, sie bei entsprechenden Ergebnissen entsprechend zu entlohnen. Ist das so? Der Sitz. Ah, ich will nicht in dem Rat sitzen. Hier mit ihrer Politik soll das... Das ist es ja. Sie sollen den Rat anführen. Nein, nein, das ist mir viel zu viel Arbeit. Nein, nein, nein. Naja, es wäre keine Arbeit, es wäre keine Diskussion mehr, es wäre allein unter Ihrer Leitung. Sie dürften den Rat so formen, wie Sie wollen. Was Ihnen mehr Dienerschaft und mehr Möglichkeiten der Forschung einbringen würde. Aber ich kann natürlich verstehen, wenn Ihnen das vielleicht dann doch ein wenig zu viel ist. Vielleicht ist der Wissensdurst von Ihnen ja doch nicht ganz so hoch, wie der Rat dachte. Weißt du, komischer Kauz. Bis eben habe ich gedacht, dass ihr vom Rat geschickt seid. Und dann erzählst du mir, dass der Rat die Führerschaft abgeben will. Wer seid ihr wirklich? Niemand im Rat gibt die Führerschaft ab. Haltet mich nicht für doof oder senil. Mag zwar etwas alt aussehen, aber hier oben in meinem Kopf, bin der Hellste in diesem Land. Ich halte mich aus allem raus. Was soll die anderen noch machen? Könnt auch machen, was ihr wollt. Geht zum Ball. Los, macht. Helft mir oder helft mir nicht. Ist mir egal.
Wir sind aus demselben Grund hier wie ihr. Rat hin oder her. Ja, Forscher also. Das wir ist meine Forschungsarbeit hier. Das Walz ergründen. Wir wollen keinen Ruhm. Wir wollen nur wissen, was er ist. Nicht mehr und nicht weniger. Und ihr? Ihr seid die Koryphäe, was das angeht. Ja, das bin ich. Deswegen bitten wir um eure Hilfe. Ja, es stimmt. Der Rat hat uns nicht geschickt. Es gibt aber Kräfte, die sehr wohl glauben, dass ihre Arbeit wichtig und richtig ist. Und deswegen sind wir trotz des Widerstands des Rates hier, um euch zu helfen. Nun eben sagt ihr, ihr kommt vom Rat, jetzt kommt ihr nicht mehr vom Rat. Einigt hätten wir gesagt, mal. Wir kommen, wir sind abtrünnig. Wie hättet ihr reagiert? Wir wussten ja nicht, wie treu ihr dem Rat noch seid. Jetzt wissen wir, dass euer Interesse einzig und allein dem Wissen gilt. Genau. Jeder im Rat weiß, dass ich nichts von ihm wissen will. Wir mussten es dennoch testen. Dieses ewige Machtgeschacher und hin und testen hier und das und da und hier und alles verlorene Zeit. Ihr kennt doch das Sprichwort. Glaub kein Wort, dass du nicht selbst gelogen hast. Ja, die Welt wäre besser, wenn weniger Leute lügen würden. Aber die Welt ist, wie sie ist. Und da... Wisst ihr, das ist das Tolle an den Toten. Die lügen einen nicht mehr an. Das mag sein. Widersprechen auch nicht. Die machen einfach. Trotzdem können Tote nicht alles, was Lebende können. Ja, noch nicht. Logisch denken zum Beispiel. Wenn ich herausfinde, was dieser Daimonoid mit der Mauer gemacht hat und wie er es geschafft hat, dieses Mauerwerk zum Leben zu erwecken, und ich das mit meiner Forschung an den Untoten kombiniere, dann werde ich es schaffen, den Fluch Borons, den Tod selbst, zu besiegen. Ich kann wieder Leben schaffen, wisst ihr? Das ist ein ambitioniertes Ziel. Ihr seid nicht der Einzige, der sich ambitionierten Zielen versprochen hat. Wer möchte denn nicht unendlich leben? Viele meiner Kollegen denken, dass die dunkle Mutter ihnen das verspricht, aber wie war der Satz? Glaub nur das, was du selbst gelogen hast. Lügen. So war der Satz, ja. Wisst ihr, die Wesen aus der Niederhöllen wissen es gut, mit Wörtern und Lügen umzugehen. Es gibt so viel zu ergründen an diesem Ball. Das ist wahr. Auch das eine oder andere Neue. Deswegen sind wir auch nicht alleine hier. Deswegen sind wir 5. Weil es so gefährlich ist. Bewundernswert, dass ihr so lange hier alleine ausgeharrt habt. Ich bin nicht alleine, ich habe Tausende von Toten. Aber die reichen, leisten mir Gesellschaft. Wie ich schon sagte, sie sind angenehmere Gesellschaft als die Lebenden. Gibt uns doch einen kleinen Vertrauensvorschuss. Eine Hand wäscht die andere, sage ich immer. Bringt uns so nah, wie ihr könnt, an den Wall. Und wir helfen euch. Nun, heute solltet ihr nicht mehr drüber laufen. Ich denke, ich habe ihn aufgeschreckt mit meinen Dienern. Deswegen sind wahrscheinlich auch die Gutongis so aufgewühlt.
Das heißt, wir sollten die Nacht erstmal hier verbringen? Sie blickt ein wenig fragend in die Runde und dann wieder zu dir. Habt ihr genug Material, um euch eine Hütte zu bauen? Zelte. Viel Spaß. Ich sagte doch, es ist eine schlechte Idee, für die Nacht aufs Schlachtfeld zu gehen. Wir können immer noch zurückgehen und morgen früh wiederkommen. Ach, so schlimm ist es gar nicht. Also bleiben wir hier oder gehen wir gerade wieder zurück? Jandrik stand die ganze Zeit da, hat zu Boden geblickt, irgendwie mit sich selbst verhandelt. Dann geht er nochmal zu dem Mann, geht auf ihn zu, ganz so wie eben auch. Guter Mann. Ja. Ihr sprecht davon, den Tod zu besiegen, Borons Fluch zu besiegen. Ihr meint, das wird euch gelingen, wenn ihr diesen Wall erkundet, wenn ihr ihn versteht. Wenn ich verstehe, wie der Daimonoid das Leben in dieses Unleben gebracht hat. Und wenn ich das kombinieren kann mit der nekromantischen Expertise, die ich besitze, liegt es im Bereich des Möglichen, dass ich die Toten nicht einfach wiedererwecken, sondern wirklich zum Leben erwecken kann. Ja. Das wäre ganz außergewöhnlich, meint Jandrik, und er ist nun ganz nah an dem Mann. Das könnt ihr wirklich hier. So brillant seid ihr, ihr würdet damit noch, die noch nicht, Welt bald. Verändern. Ja, ich werde die Welt verändern, ja. Ich werde uns unabhängig machen von dem Joch der Zwölfe. Ihr werdet uns unabhängig machen. Unabhängig machen vom Tod. Ja. Gepriesen seid ihr. Stellt euch vor, was wir alles machen können, wenn wir den Tod nicht fürchten müssen. Er klopft ihm auf die Schulter. Packt ihn aber sanft und freundlich, lächelt ihn an, ganz friedlich. Er ist ein großer Mann. Ihr versteht mich nicht, wahr? Ein großer Mann. Ein wirklich großer Mann. Und dann zieht er sein Schwert und schneidet ihm die Kehle durch. Röchelnd klappt er unter deinem Arm zusammen. Ich fange ihn auf, flüstere ihm ins Ohr. Boron ist die allerletzte Wahrheit, die du ergründen wirst, alter Narr. Lena steht, die hat die ganze Zeit da gestanden, angewurzelt. Oh, ja, das war dann der Nekromant, der uns hätte helfen können. Ja. Legt ihn zu Boden, kniet neben ihm. Er ignoriert die Amazone. Das Ewige ist Stille. Laut die Vergänglichkeit. Schweigend geht Borons Wille über den Derestreit. Es musste sein. Du weißt es. Ich hatte keine Wahl. Trenne wenigstens den Kopf vom Leib, damit er ja nicht wieder aufsteht. Tu es einfach. Hendrik steht auf, hebt das Schwert und schlägt zu. Mühelos enthauptest du den Toten und Blut sickert ein weiteres Mal auf das Schlachtfeld. Das Risiko, diesen Mann zu nah an den Walze lassen, konnte ich nicht eingehen. Er kann am Wall nichts ausrichten, du hast ihn selbst gehört und es entspricht der Wahrheit. Und was kann er ausrichten, wenn wir ihn mitnehmen und wenn er die Schwäche findet, die wir entdeckt haben, was kann er dann ausrichten? Wir hätten ihn am Wall töten können, er hätte mit seinen Zombies die Ranken ablenken können. Naja, nein. Jetzt ist er tot. Bleiben wir jetzt hier für die Nacht oder gehen wir vom Schlachtfeld? Wir können uns alle in diese Hütte quetschen
oder etwas entspannter vor dem Schlachtfeld da drüben nächtigen. Wir bleiben hier. Vielleicht sagen seine Schriftstücke noch irgendwas. Genau das habe ich mir nämlich auch gedacht. Gut. Sanyo wird die Felle wieder zurückschlagen. Sich noch einmal umgucken zu Jandrik. Gut gemacht. Hineingehen und sich an die Schriftstücke wenden. Und versuchen, ob er daraus irgendwas herauslesen kann. Ja, du findest eine sehr detaillierte Beschreibung des Todeswalds. Einige gekrickelte, nicht wirklich kunstvoll angefertigte, aber behelfsmäßige Zeichnungen. Die Wehrtürme, die Bresche, das Tor. Und du findest da Notizen, die er sich gemacht hat. Eigentlich sieht der Todeswall aus wie eine Wehrmauer. Denn eigentlich war es ja auch eine Wehrmauer. Außen sind hohe Wachtürme, ungefähr 60 Schritt breit. Er hat Pechnasen an die Türme dran gekritzelt. Dann folgt eine lange Mauer. Er schreibt dahin Fallen, Falltür, Löcher, Vogelnestbastion. Ein merkwürdiges Gekrickel über der Mauer. Schädelpfähle. Gewaltige Eisenpforte. Ein kleines Tor neben dem Haupttor. Skelette. Überall Skelette. Dann die kleineren Wehrtürme direkt am Haupttor. Geschütze. Rotzen und Hornissen. Das sind große Geschütze, die Speere oder Steine abfeuern können. Und auf einen der Türme hat er einen Kreis gemalt, der einige Linien den Turm herunterläuft. Tentakeldach. In das Tor herein hat er einige wirre Linien gezeichnet. Dornen. Sehe ich irgendwas, was mir weiterhelfen könnte, um genauer herauszufinden, wo die Schwachstelle des Walds sich befindet? Du siehst, er hat eine kleine Tür eingezeichnet. Direkt in der Nähe von der Zackenbastion, wie er sie nennt. Einem mit Feuerfranken geschützten Geschütz, fast so hoch wie die anderen Türme. War eigentlich kein eigentlicher Turm, der damals gebaut wurde, sondern nachträglich mit lebenden Pflanzen erwachsen. Daneben ist eine kleine Tür, wirklich klein. Vielleicht für einen Menschen gerade so nutzbar, eher für Zwerge wahrscheinlich gedacht. Da hat er einen dicken Pfeil dran gemalt. Und das ist auch die Stelle, die du gesehen hast, die markiert war. Sind die anderen schon hereingekommen? Ich denke schon. Jandrik, ja. Ja. Dann werdet ihr sehen, wie Astanio am Pult steht und leicht und dann ganz breit anfängt zu grinsen. Was hast du entdeckt? Und Mora beugt sich nun auch über das Schriftstück und das Gekrakel. Sanyo tippt auf die Stelle. Das ist sie. Das ist die Schwachstelle, die du gesehen hast? Das ist die Stelle. Dorthin ist er. Dorthin ist er und dorthin ist der Dämon. Jandrik. Ja. Weißt du, wann sie angreifen wollen? Hast du irgendwelche Hinweise oder weißt du davon nichts? Morgen auf jeden Fall, aber ich versuche mich zu erinnern, habe ich genauere Angaben? Es war nur ein geplantes Datum, was Borondria dir damals genannt hat. Jandrik ist sich gar nicht mehr sicher, ob sie das einhalten konnte, denn du weißt, dass sie noch Adlige überzeugen musste und
noch das, die Heerschau abhalten musste. Es kann sein, dass es Verzögerungen gibt. Dass sie jetzt noch nicht hier sind, spricht dafür, dass sie ja nicht schneller gewesen ist, als sie geplant hat. Aber der geplante Tag ist morgen. Es gibt keine Garantien. Es hieß morgen. Aber es ist so viel geschehen. Ich konnte nicht mit ihnen sprechen. Es kann so viel schiefgegangen sein. Vielleicht auch erst in einer Woche. Vielleicht gar nicht. Ich weiß es nicht. Darauf verlassen können wir uns nicht. Wann konnten wir uns jemals verlassen? Wir haben nun zwei Möglichkeiten. Wir bleiben hier und sterben dadurch, weil irgendwann ein Untoter uns auffrisst. Wir gehen morgen rein. Beziehungsweise ich gehe morgen rein. Ganz sicherlich. Ich werde allein reingehen. Ganz sicher nicht. Ihr bleibt hier. Stanio? Wenn du da allein reingehst, bist du tot, sobald du dann nur einen Schritt in die Nähe des Todesfalls, in die Nähe dieser Ranken und Dornen gesetzt hast. Ihr werdet ablenken. Sofern nicht eine Adlerblöckung von anderer Seite kommt. Es ist so gefährlich da drin. Das mach dich nicht lächerlich. Nicht zu sagen. Wir alle wissen, dass wir hier und jetzt in Borons Händen sind. Keiner von uns glaubt, hier unbeschadet wieder herauszukommen. Sogar der Koch weiß, um was es geht. Wir alle wissen, um was es geht. Wir werden alle unseren Teil beitragen. Auch du, auch ich, jeder. Richtig. Ja. Ich sage euch eins, wer da in diese Tür reingeht, wirft sein Leben dafür weg, dass das überhaupt klappen kann. Die ganze Mission sein, dass es überhaupt klappen kann. Lass uns doch nicht von einer Tür aufhalten. Du hast doch diesen Tür. Du hast doch diesen Kerl gehört. Diesen Nekromanten. Welche fürchterliche, entsetzliche Macht sich darin verbirgt. Wie gefährlich es ist, dieses Ding auch nur noch einen Moment, einen Augenblick länger dort sein zu lassen. Irgendein verrückter Hexer geht dorthin und was weiß ich, was er mit dieser Kraft anstellt. Wenn es mein Leben ist, was es kostet, damit das endet, dann kann ich mir keinen besseren Tod vorstellen als diesen. Keinen besseren. Du hast noch eine Aufgabe! Ja, das hier, das ist meine Aufgabe. Dafür bin ich hier. Nein. Genau dafür bist du nicht hier. Du bist nicht hier, um dein Leben wegzuschmeißen. Da seid ihr alle nicht. Wir drehen uns im Kreis. Du wirst nicht alleine gehen. Du auch nicht. Du bist auch nicht dafür hier. Ich kann es immer noch nicht verstehen, wie du deinen Glauben verloren hast. Klar, es war extremst. Was damals passiert ist, war nicht schön. Was soll ich sagen? Ein Blitz Rondras hat den Eisriesen getötet und gleichzeitig aber auch eine Bresche in unsere Mauer geschlagen. Trotzdem glaube ich immer noch an sie. Sie hat uns de facto dem Untergang geweiht. Und ich stehe immer noch hier. Wir sind immer noch hier. Für alles gibt es einen Grund. Ich stelle sie deswegen nicht in Frage. Wenn das hier der Richtspruch ist, dann ist das ihr Richtspruch. Du verstehst nicht, worauf ich hinaus will, oder? Du hörst mir nicht zu. Mal wieder. Du hast mir nie zugehört. Ich weiß, ich habe eine Tochter, aber... Du hast eine Tochter. Mora ist noch jung, genauso wie Osko. Osko wird verdammt nochmal irgendwann nicht nur Novize bleiben. Der hier, und er zeigt auf Jandrik, ist ein Teil eines verdammten Ordens. Ihr alle habt noch eine Aufgabe. Du bist mein Freund. Wir haben toll, ich so bin ein Freund. Drin. Schön. Bedeutest mir auch etwas. Schön. Und was bleibt übrig, wenn ich weg bin? Nichts. Genau das ist das Problem. Es bleibt eine Erinnerung. Schön, eine Erinnerung. Und ich werde sie immer in Ehren halten, genauso wie ich meine Schwestern in Ehren halte. Ich werde auch nach Beilung reiten zur Not, und ich das überlebe und berichten, was du getan hast. Das wird nicht helfen. Ja, dir vielleicht nicht. Ihnen ist doch... Ich werde es trotzdem tun. Ja. Das hast du aber nicht. Wenn du deinen Seelenheil dafür dadurch aufgibst... Bitte?
Wenn du das mal unbedingt machen willst, darfst du nicht draufgehen. Also, ihr bleibt hier und ich gehe da rein. Ich bin der Einzige, bei dem es nicht wehtut, wenn er weg ist. Weißt du, was ich an dir am allermeisten verachte? Was? Deine Respektlosigkeit vor dem Tod. Du gehst mit dem Leben und dem Tod um, als könntest du darüber bestimmen, als könntest du entscheiden, wer würdig ist und wer nicht. Das kannst du aber nicht. Das ist nicht deine Aufgabe. Das ist nicht deine Entscheidung. Es ist Borons Entscheidung. Ganz alleine. Es mag Borons Entscheidung sein. Es geht mir darum, dass ihr da überlebt, Gott verdammt doch mal, und eure Scheißaufgabe über... Wie willst du wissen, wofür wir hier sind? Boron hat unsere Pfade geleitet. Er hat uns hierher gelenkt, uns alle. Und so wenig Vergnügen ich daran habe, mit dir irgendwo hinzugehen, hat er doch entschieden, dass es wir sind, die zusammen diesen Pfad zu gehen haben. Und wenn es unser Schicksal ist, für Boron zu sterben, dann werden wir das tun. Und wir werden das gemeinsam tun. Was ist denn, wenn du dort alleine reingehst und scheiterst? Dann war alles umsonst. Keiner von uns kann dort etwas alleine ausrichten. Wir brauchen dich und wir sind hier, um dich zu schützen, ob du willst oder nicht. Hast du das jetzt endlich verstanden, alter Mann? Astanio geht aus der Hütte raus. Lass ihn gehen. Ich glaube, er muss sich erst wieder beruhigen. Verdammt. Schaut nach, dass er nicht einfach losrennt. Wie kann man so alt werden und trotzdem so... Er ist nicht so alt, wie er ausschaut. Er ist gerade mal 5 Jahre älter wie ich. Sag ich doch. Ja, ich wundere mich manchmal auch gerade jetzt, wie er es gepackt hat all die Jahre. Warum er nicht schon früher sich einfach seine Klinge genommen hat und sich den Rest gegeben hat. Ich gehe mal rausgucken, dass er keinen Blödsinn draus macht. Ja, Trick setzt sich hin, irgendwo in eine Ecke. Mora blickt auf den Blutfleck vor der Hütte. Und auf den jetzt enthaupteten Körper, der noch dort liegt. Dann nickt sie mit einem bitteren Blick und schaut wieder zu Jandrik. Wenn ihr es nicht getan hättet, dann hätte ich es wohl getan. Ich habe noch nie getötet. Nie so bewusst. Ich habe schon verletzt. Vielleicht ist daraus ein Tod entstanden, aber das habe ich noch nie getan. Es ist schwierig, es zu ertragen, wenn Menschen so sprechen. Es gäbe es die 12 nicht. Darum ging es nicht. Lästerung habe ich viel gehört. Die hört man immer dafür. Dafür töte ich nicht. Aber ich habe in seine Augen geblickt und ich habe gesehen, dass er es ernst meint. Und das kann ich nicht dulden. Allein die Idee, dass es ihm gelingen könnte. Allein die kann ich nicht dulden. Verstehst du? Ja. Ja, das verstehe ich wirklich. Dieser Ort. Er macht uns krank. Er macht die ganze Welt krank. Ja. Er macht noch viel mehr mit den Menschen. Wie schaffst du es hier, durch dieses Land zu reisen und den Verstand zu behalten? Wie machst du das? Ich bin nur ein paar Wochen hier und ich bin schon nah an der Grenze zum Wahnsinn. Ja.
Ich weiß es nicht. Nicht wirklich. Du musst doch nicht hier sein, oder? Die anderen, sie sind hier mehr oder weniger gefangen, aber du wusstest Wege. Du hättest gehen können, verschwinden können, woanders hin, ein gutes Leben führen, irgendwo in einer Stadt. Handeln kann man überall, oder nicht? Natürlich. Natürlich, aber... Es gibt, weißt du, Jandrik, es gibt sehr wenige, die diese Pfade kennen, über die Berge. Und es gibt auch wenige von diesen Pfaden, die noch betretbar sind. Ich habe mir schon mehr als einmal vorgestellt, wenn ich einfach rübergehe und einfach nicht mehr wiederkomme. Einfach fortgehe und nicht mehr wiederkomme. Aber dann wäre es einer weniger, der diesen Pfad kennt. Und dann einer weniger, der da ist, um diesen Pfad zu zeigen. Also bist du doch eine Heldin. Eine verdammte Heldin. Nein, nein. Auch ich habe Dinge getan, auf die ich nicht stolz bin. Ich habe so oft den Mund gehalten, um meinen Kopf auf den Schultern zu behalten. Ich habe Dinge getan, für die hättet ihr mich wahrscheinlich hier und jetzt erstochen, wenn ihr sie wüsstet. Aber ich habe den Mund gehalten. Ich habe Dinge getan und ich lebe noch. Aber jetzt bist du hier. Ja. Jetzt bin ich hier. Borons Pfade sind unergründlich. Das ist diese Idee von einem Versuch, der gelingen könnte. Es ist wie, wenn ihr eine Münze schnippst, hunderte Mal, und nur einmal fällt sie auf die Kante und bleibt dort stehen. Manchmal funktioniert es einfach. Lass uns die Münze auf der Kante stehen lassen. Frage ist, ist das in unserer Hand? Oder entscheidet das die Münze selber? Wir können nur geradeaus gehen und schnipsen und hoffen, dass sie richtig fällt. Mehr können wir nicht tun. Solange dieser alte Mann endlich begreift, dass er nicht alleine ist. Dann fällt Moras Blick zu Osko. Osko schaut die ganze Zeit des Gesprächs über schon in Richtung des Walds. Ja. Ich kenne Astania so nicht. Hoffen wir, dass Elena ihn wieder zur Vernunft bringt. Und dass wir diesen Ort so schnell wie möglich verlassen können. Osko schaut zu den beiden. Ich weiß nicht, irgendwie kann ich ihn ja verstehen. Aber dieses Gefühl hatte ich mein Leben lang, aber jetzt nicht mehr. Egal ob im Dorf oder nicht, ich habe mich immer allein gefühlt. Ich hatte auch alles verloren.
Alle waren tot. Ich kannte niemanden. Ich hatte einen Auftrag, den ich nicht erfüllen kann. Ich hatte eine Laufbahn, die ich nicht vollenden konnte. Und ich konnte den Segen der Herrin nicht ein einziges Mal spüren. Aber seit wir uns auf diese Reise begeben haben, seit du aufgetaucht bist, seit wir den Stillstand verlassen haben und wir uns aufgemacht haben, was zu verändern, spüre ich wieder, dass es Hoffnung gibt. Und ich spüre, dass die Münze der Seite stehen bleiben wird. Ich kann es noch nicht begründen, aber es hat lange gebraucht, bis ich das so für mich erkannt habe. Vielleicht sieht es Astano einfach noch nicht. Und er will ein Held sein, zum Held werden oder Buße tun für etwas, was er getan hat. Ich weiß es nicht, aber wir müssen ihm helfen, das zu erkennen, dass die Hoffnung noch da ist. Denn alleine wird er sterben. Sich in die Reihen derer einreihen, die vor dem Wall hier liegen. Vielleicht werden wir alle sterben. Aber darum ging es hier nie. Nein. Es geht um was Größeres. Ja. Für dieses Größere lohnt es sich, zu kämpfen. Und sei es auch zu sterben. Hoffen wir, dass Helena Erfolg hat. Lena läuft Astanio hinterher, der aufs offene Schlachtfeld hinausläuft. Astanio ist nicht aufs Schlachtfeld hinausgelaufen. Er lehnt gegen die eher schlecht als recht gemachte Wand der Hütte. Er ist einfach nur vor die Tür. Lena geht raus, schaut sich um und sieht ihn dann an der Hütte stehen. Hey, weißt du, wenn du stirbst und du da blind reinrennst, sind deine Freunde umsonst gestorben? Hast du umsonst all die Jahre gekämpft, am Leben zu bleiben? Ich habe nie gekämpft, um am Leben zu bleiben. Dann frage ich mich, warum du damals nicht einfach über die zu Boron gegangen bist mit deinen Freunden. Stellst du dir die Frage auch? Ja, Tatsache. Genau die stelle ich mich. Dann sage ich dir die Antwort. Du hast überlebt, um jetzt hier zu stehen. Mit uns dieses verdammte Ding da vorne zu Fall zu bringen. Und dieses Land hier. Dieses Land. Helena breitet die Hände aus und zeigt um sich herum. Von dieser Seuche zu befreien. Für die Generationen, die da kommen. Für meine Tochter, für die Kinder im Dorf. Für all die anderen, die die Hoffnung nicht aufgegeben haben. Und auch jene, die vielleicht die Hoffnung verloren haben, die Hoffnung nicht sehen wollen. Dafür streite ich auch. Ganzes Welche Leben Hoffnung? Habe ich... Welche Hoffnung? Dass wir diesen Wald zu Fall bringen, dass sie wieder Licht wird. Und dann befreien wir das Land. Toll. Und dann geht es weiter. Ja. Dann wächst hier wieder was Grünes und dann können wir. Nein. Bist du vielleicht zurück nach Beilung? Du hast es immer noch nicht verstanden. Wenn ich zurück dort nach drüben komme, ob wir das hier schaffen oder nicht. Ob wir das schaffen. Ich werde da drüben exekutiert. Hast du das immer noch nicht verstanden? Was soll ich denn sagen? Du weißt, was ich getan habe. Mir wird Ähnliches blühen. Ich dir erzählt von dem Tag an der dritten Dämonenschlacht, den letzten Tag,
Ich werde verstoßen werden. Du bist verstoßen und du kannst trotzdem weiterleben. Sobald ich zurückkomme, ist der Kopf ab. Weißt du das sicher? Klar, ja. Du bist desertiert, aber du hattest Gründe. Es waren besondere Zeiten. Ja, toll, es waren besondere Zeiten und trotzdem habe ich genau das gemacht, was man als Hauptmann, und ich wiederhole, Hauptmann, nicht tun soll. Wo ist der Praios? Wo? All Jahre! Du fragst dich, warum ich meinen Glauben verliere? Ich hab auf den Scheißbefehl gehört. Ich hab alles getan, um dem Herrn dort oben zu gefallen. Und was ist passiert? Es ist nichts passiert. Ich hab meine eigene Freunde umtöten. Toll, überlebt. Nachdem ich meine eigenen Freunde umbringen durfte. Tolle Belohnung. Und jetzt stehe ich hier mit der nächsten Gruppe, die ich in den Tod schicken soll. Du schickst uns nicht in den Tod, wir gehen in den Tod. Es ist diesmal unsere Entscheidung. Du willst nicht, dass wir gehen, aber wir wollen, dass wir gehen. Hast du deine Freunde gefragt? Sie sind dir gefolgt. Werden sie dir nicht die Treue geschwören? Sie hätten auch desertieren können. Sie sind dir treu gefolgt, weil sie es mussten, weil sie es wollten. Vielleicht, ich denke auch auf jeden Fall auch, weil sie es wollten. Ihnen war bewusst, nein, dass sie das... Nein. Von wollen war keine Rede. Du musstest auch. Ja, ich musste auch. Wir mussten genau alle. Das ist der Fehler. Ich habe das ganze Leben dafür geopfert, dem großen Praios mit seiner Sonnenscheibe zu gefallen. Das Einzige, was ich dafür bekommen habe, ist, was ich meine eigenen Freunde umbringen durfte, 16 Jahre hier in diesem verdammten Land und das hier! Nathalio zeigt auf sein Gesicht. Keines der Gebete wurde erhört. Keine Bitte wurde erfüllt. Nichts, nada. Es war nichts da. All die Jahre nicht. Hast, als wir zuletzt unten im Tempel waren, bevor wir gegangen sind, da hat er dich erhört. Ich hab's erst im Nachgang, ist mir das bewusst geworden, diese Kerzen. Es waren 3 Kerzen an, sie haben gestrahlt, als er der ganze Keller mit Kerzen erleuchtet. Er wacht über uns. Du solltest nicht so leichtfertig auf ihn fluchen. Man flucht nicht auf die Götter. Ich habe meinen Glauben auch nicht an. Ich bin... Ah, okay. Heißt du Astonio? Weißt du was? Wenn du dich umbringen willst, hier, nimm den Dolch und schneid dir gleich die Kehle auf. Dann gehen wir zurück und die können sehen, wo sie bleiben. Willst du ihn nicht? Gut, dann stecke ich ihn wieder weg. Weißt du, ich hatte wirklich gedacht, ich könnte dir vertrauen, unserem... Ich will dich nicht verlieren, Astonio. Du bist für mich Familie, Astonio. Du bist für mich wie meine Schwestern damals. Das mag komisch klingen von einer Amazone, aber du warst doch für meine Tochter wie ein Vater manchmal? Ja, du hast ihr mehr als einmal gesagt, dass ich es nicht bin und dass sie mich bloß nicht so sehen soll, ne? Trotzdem ist... Sie hat dir immer zu dir aufgeblickt. Du bist immer noch eine Vater. Immer zu mir aufgeblickt. Meinst du, ich habe es nicht gehört, was am Lager passiert ist? Also ich habe das überhört, was sie gesagt hat. Ich schaue vielleicht alt aus, aber meine Ohren sind es nicht. Ich weiß. Es ist einfach deine... Ich war auch geschockt von dem, was du getan hast, aber ich war irgendwie nicht ich selbst, ich war gelähmt. Mein altes Ich hätte dich aufgehalten. Aber weil du ein Freund bist, habe ich gedacht, du weißt, was du tust. Du bist für mich Familie, ich will dich nicht verlieren, Astonio. Du bist mir über all die Jahre wichtig geworden. Ja, genau das ist bei mir, bei euch allen.
Ich habe es euch drinnen gesagt, ich sage es dir jetzt hier nochmal hier draußen. Ihr habt noch einen Grund zum Leben. Und wenn du nicht mehr da bist, wir haben meine Tochter. Habt ihr diesen Grund trotzdem? Selbst der Sturkopf da drin. Selbst der ist mir wichtig, auch wenn ich es vielleicht nicht zeige. Er ist genau das, wovor ich Angst hatte, was deine Tochter wird, was alles andere wird. Er wirft sein Leben weg. Wirf du deins nicht weg. Ich meines ist es nicht mehr wert. Verstehst du das nicht? Wie kannst du nur so geringes Selbstwertgefühl haben? Mach du mal so viele Fehler wie ich. Dann weißt du das vielleicht. Ich habe den größten Fehler begangen, den man begehen kann. Ich habe mich beeinflussen lassen und 3 meiner Schwestern getötet. 2 davon. Ja. Die eine hinter dem dich jemand beeinflusst hat. Weiß ich das? Ich weiß es nicht sicher. Ich war zu schwach. Das ist was zählt. Ich konnte nicht widerstehen. Was hat Schwäche damit zu tun? Wenn ich dir jetzt den Kopf abschlage, dann warst du auch zu schwach. Bist du dann daran schuld, dass ich dir den Kopf abgeschlagen habe, oder was? Ja. Nein, eben nicht. War ich nicht schnell genug, um zu reagieren? Nein. Tu, was du tust, wir folgen dir. Das willst du dann nicht. Jandrik soll den Rand halten. Er soll wenigstens den Rand halten. Ja. Wenn er schon nicht versteht, dass ich ihn versuche zu schützen, soll er seinen Rand halten. Ich glaube, er weiß ganz gut, dass du ihn schützen willst. Nur er ist bereit, sein Leben zu geben für die größere Sache. Ja, so verhält er sich nicht. Auf jeden Fall nicht. Er ist eben noch leider jung, aber trotzdem. Er ist halt einfach, ja, jung und erfahren. Ja, er ist Astania 2.0. Dann leb, um ihm was Besseres zu lernen, solange du es kannst. Er wird es nicht annehmen. Weißt du das? Ja. Wenn du mal einfach in deinem Lehrertum abnehmen würdest und freundschaftlich auf die Leute zugehen würdest, wie du es mit mir getan hast. Ja, das letzte Mal, als ich freundschaftlich auf jemanden zugegangen bin, würde ich entweder abgewiesen oder habe meine Freundin in den Tod geschickt. Wir gehen jetzt in den Tod, du schickst uns nicht, habe ich schon gesagt. Naja. Astanio hat übrigens bewusst so laut gesprochen, dass Jandrik es im Haus hören wird. Wir werden das komplette Gespräch mithören. Ja. Ja. Komm runter und wenn du was siehst, sag Bescheid. Ich bin wieder drin. Ich bleib draußen. Sieh dein Schwert, es wird nützlich sein. Lena kommt rein und ist so ein... Oh Mann. Bei dem ist echt... Ich weiß nicht. Er hat sich selbst aufgegeben. Und sie lässt sich aufs Bett fallen. Naja. Hey, Wachen. Astanio, wer ist nicht? Astanio, hältst du die erste Wache? Kommt nur ein Brummen von draußen. Ich werde die zweite übernehmen. Du, Jandrik, solltest die dritte übernehmen. Das heißt, es werden dieses Mal längere Wachen. Weil Osko... Nun ja, je nachdem, was da kommt, ist Osko dem nicht gewachsen alleine. Ich will da nichts riskieren. Bei Mora, ich weiß nicht, wie gut du kämpfen kannst. Ich spreche, um laut zu schreien, um euch alle zu wecken. Elena? Hm? Wenn wir da morgen reingehen, dann müssen wir anfangen, einander zu vertrauen.
Einzige, der das Vertrauen in uns verloren hat, ist Astanio. Das ist nicht wahr. Oder an sich selbst. Ich weiß es nicht. Ich erkenne ihn nicht wieder. Astanio ist das eine, aber wir, was ist mit uns? Wir sind doch nicht viel besser. Als ich vorhin zu der Hütte lief, hast du mich auf den Boden gedrückt. Ich selber war auch nicht viel besser. Ich bin losgerannt, ohne mit euch zu klären. Ich dachte, ich hätte die einzige Antwort. Aber mir wird langsam klar, dass keiner von uns die Antwort hat. Wir müssen irgendwie lernen, zusammenzuarbeiten, auch wenn wir uns nicht kennen. Ich weiß, du bist groß und stark und wahrscheinlich die beste Kämpferin weit und breit. Daran zweifle ich nicht. Aber du musst auch mir vertrauen, dass ich weiß, was ich tue. Ja, ich bin jung. Das heißt nicht, dass ich ein Idiot bin. Ja, das habe ich dir nie unterstellt. Du bist manchmal etwas voreilig und überschwänglich. Vorhin wusste ich, was ich tue. Vorhin wusste ich, was ich tue. Es gab eine Möglichkeit, vielleicht diesen Augen noch zu entkommen. Und wenn nicht, dann hätten sie uns eh gesehen. Aber das spielt jetzt alles keine Rolle mehr. Was ich sagen will, ist, wenn wir uns da drin gegenseitig bekämpfen, dann kriegt Astanio, was er will. Dann sterben wir alle. Wir müssen aufhören, gegeneinander zu kämpfen. Ich werde es tun. Ich werde es hier und jetzt tun. Jandrik steht auf, geht raus. Was willst du tun, Jandrik? Er dreht sich um, schaut sie an, bleibt stehen in der Tür, lächelt sie an. Wir müssen anfangen, uns zu vertrauen. Gut, ich komme raus. Vertrau mir, bitte. Bitte. Geh. Komm mit. Asko, Mora? Mora regt sich kein bisschen. Dieses Gespräch kann ich nur alleine führen. Was meinst du jetzt? Elena, bleib hier. Bleib bei mir. Gut. Ich stelle mich draußen hin. Neben an der anderen Seite der Türe. Viel Erfolg. Hendrik. Wir halten dir den Rücken frei. Geht raus. Wenn ihr vorbei. Geht ein paar Schritte. Setzt sich 2 Meter weg von Astanio in den Dreck. Und blickt in Richtung Wall. Auf eine perverse Weise ist es schön. Findest du nicht? Die Praios-Scheibe versinkt gerade hinter den Mauerzinnen und schwingt noch die letzten Strahlen. Und es sieht fast so aus, als würde der Wall eine Krone besitzen. Das Himmelszelt, die Wolken am Himmel werden in eine schöne Farbe, in ein Farbspiel getunkt. Wüsstet ihr nicht, dass dort drüben ein Dämon ist? Könnte man denken, dass jemand euch etwas zeigen will, etwas Schönes an diesem götterverlassenen Ort. Es gab Zeiten, da habe ich genau zu dieser Zeit immer gedacht, das ist alles sicher, es ist. Das braucht es alle über uns wacht. Ja. Diese Zeiten sind schon lange vorbei. Als ich 4 Jahre alt war, habe ich hier gewohnt, hier in der Nähe. Ein Stück nach Osten. Mit meiner Familie, ich weiß es noch. Ich habe ganz vage Erinnerungen daran. Dann kam die Schlacht. Und die Barbaradianer kamen ins Land. Sie töteten meine Eltern. Mein Onkel, ein Golgarit, konnte mich gerade noch aus dem Land herausschaffen. Mich zu den Golgariten bringen, wo ich aufgewachsen bin. Seitdem ist kein Moment vergangen, wo ich nicht darüber nachgedacht habe, wie es wäre,
wenn meine Mutter noch leben würde, wenn sie nicht gekommen wären, wenn sie nicht alles ausgerottet hätten, was mir wichtig war, wenn sie mir mein Leben nicht gestohlen hätten. Seitdem habe ich kein anderes Ziel, als Rache zu üben. Rache, Rache für das, was sie getan haben. Der, der es verursacht hat, der ist verschwunden, der ist vernichtet. Aber es sind noch genug da und dieses Land ist noch da und es gibt noch genug, an denen man sich rächen kann. Und ich bin hierher gekommen mit genau diesem Gedanken, in dieses Land gekommen, mit Rache in den Augen. Ich hatte keinen anderen Sinn. Endlich haben sie mich hergeschickt. Endlich habe ich die Möglichkeit, das zu tun, für was ich ausgebildet wurde. Ich bin kein Geweihter geworden. Ich war sogar froh, als sie mich nicht geweiht hat. Ich war froh, weil ich dachte, ja, schick mich hierher. Schick mich hierher, wo ich sie alle töten kann. Meintest du nicht gerade zu mir, dass es nicht bei mir liegt, zu entscheiden, wer stirbt oder lebt? Genau. Aber ich habe in die Niederhöllen reisen müssen, um das zu lernen. Ich habe an diesen fürchterlichsten aller Orte gehen müssen, um das zu begreifen, dass es nicht um mich geht, nicht um meine Taten und nicht einmal um meine Eltern. Und ich weiß, es wird dir schwer, so einen Gedanken zu fassen, aber es geht auch nicht um dich. Ich glaube, du verstehst mich schon seit Anfang an falsch. Mir ging es nie um mich selber. Als ich dich da liegen hab sehen, kurz dem Tode nahe, du lagst genauso dort, wie damals, als ich meinen besten Freund erstochen habe, um ihn von dem Leiden zu erlösen, was auf ihn zukommt. Dieses Mal hatte ich mir geschworen, dass das nicht wieder vorkommt. Ein dummer Schwur, und du weißt es? Nein. Hör zu, ich weiß nichts und niemand, dass es deutlich geworden kann, dich von deinen Überzeugungen abbringen. Aber eins wisse, was du tust, wird nichts daran ändern, dass wir morgen dorthin gehen und versuchen, etwas zu ändern. Gehen wir mal davon aus, wir schaffen es. Gehen wir mal davon aus, ich habe wieder das Pech, der Einzige zu sein, den es nicht trifft. Dann ist das denn los? Ja, dann habe ich wieder 4 Leute in den Tod geschickt. Nein. Nichts. Sieh es doch mal anders. Du hast hier eine einzigartige Chance, die die wenigsten Menschen bekommen. Eine einzigartige Chance. Nämlich eine zweite. Du kannst uns helfen, zu überleben. Du kannst uns da nicht davon abhalten, zu tun, was wir glauben, tun zu müssen. Aber du kannst uns helfen, durchzukommen. Du bist wahrscheinlich der Einzige, der das wirklich kann. Ich weiß, wir mögen uns nicht und dafür haben wir beide gute Gründe. Aber eines habe ich nie bestritten, dass du ein großer Mann bist und dass du uns retten kannst. Aber dafür musst du aufhören, gegen uns zu kämpfen. Dafür musst du anfangen, uns anzuführen. Jandrik senkt das Haupt. Ich bitte dich, führe uns an. Asanu wird auf Jandrik blicken und zitternd wird er ihm seine Hand entgegenstrecken. Jandrik schaut auf, schluckt und reicht ihm die seine. Und dann nimmt Asanu all seine Kraft auf und hieft Jandrik hoch.
Du verkennst nur eines. Ich mag dich. Ich habe nur, und er schaut so ein bisschen auf seine Nase, ein paar Korrekturen gemacht. Nun hast du genau die gleiche schiefe Nase wie ich. Hendrik seufzt. Nimm einen Schritt zurück. Ich werde jetzt schlafen, alter Mann. Borund und du werden darüber wachen. Dann geht er. Ihr werdet es nicht sehen. Aber Astanium wird draußen sehr stramm stehen. Und ein Leuchten in seinen Augen haben, das er seit Jahren nicht mehr drin hatte. Mit diesem Leuchten in den Augen Ostanius verlassen wir die Rabenmark. Für heute. Alter, das ist so mies. Das ist Koali. Natürlich. Unsere Spielzeit ist rum. Ich fand die, also wir hätten noch ein zwei Minütchen gemacht, aber wir hätten nicht mehr einen so schönen Schlusspunkt erreicht, glaube ich. Ja. Ja. Gott, was eine nervenaufreibende Runde. Dabei hatten wir gar keine Zombies und Kram. Aber wir hatten Augen. Manchmal braucht es keine Kämpfe und aber der eigentliche Halloween-Horror ist die Konfrontation mit den eigenen Unklarheiten und den eigenen Bestürzungen und die Überwindung dessen. Oh ja. Übrigens, was ich ganz interessant fand, Jandrik offenbart sich Astanio, der mit Praios hadert und erzählt was von Rachegelüsten und nicht enden wollender, nicht erstickbarer Rache in sich. Und der Gegenspieler des Praios ist Lakaratz, der Herr der Rache. Ich natürlich nicht weiß, aber. Das fand ich zugeben, sehr... dafür hat mir auch Hintergrundwissen gefehlt. Mann, ja. Also Astanio wird das wissen. Okay. Ich denke, ich weiß nicht, Jandrik weiß wahrscheinlich auch genug über die, über die Dämonen, dass er die Gegenspieler, die Großen, kennt. Das ist doch schön. Der war sich ja nicht sicher. Ich finde, es passt trotzdem, weil es halt aufzeigt, dass jemand, der Rache so nah ist und der trotzdem auch an die Zwölfe glaubt. Also, so abgefallen von den Zwölfen, wie Astanio tut, ist er ja gar nicht. Vielleicht war das auch noch irgendwie. Ja. Metalhead schreibt, das war super, ihr seid einfach wundertoll. Um die passendsten Worte zu nutzen. Ja, wundertoll. Vielen Dank. Danke. Zumindest habe ich heute niemanden in der Nase gebrochen. Nee. Oh, diese Session ist auch davon geflogen. Mhm. So schnell. Ja. Das ist immer ein gutes Zeichen. Ich habe gedacht, Koali macht den Kott beim Sonnenuntergang, aber dann ist Jandrik nochmal rausgekommen. Es war so ein... Nee, das Gespräch musste noch... Also das musste noch kommen, ja. Das war, glaube ich, auch wichtig. Ja. Und ich mal gucken, ob Jendrik dann endlich verstanden hat, dass Astanio eigentlich gar nichts gegen ihn hat. Also ich meine, es wird nicht alles kitten von heute auf morgen. Nein. Aber zumindest habt ihr euch jetzt arrangiert. Und das ist ja schon mal was wert. Und ich finde, wir haben ja an der Stelle angefangen, dass ihr halt zwei Tage lang schweigend durch die Rabenmark marschiert seid. Jeder mit seinem eigenen kleinen Rucksack. Ja, wortwörtlich. Und dann kommt ihr auf dem Schlachtfeld der Dämonenschlacht, umgeben von Geistern, Dämonen und allem götterverlassenen Zeugs in Sichtweite des Todesfalls. Im Sonnenuntergang dazu eure Differenzen auszuräumen. Zumindest einen Deuweit. Ja. Elena wird dann in der nächsten Session, denke ich, werde ich dann mit Elena beten gehen. Das hat jetzt nicht mehr gepasst. Ja, das passt. Aber die Katze ist aus dem Sack. Ja.
Ja, sorry, wenn du so offen darüber redest. Das war alles gut, das waren halt Argumente, die sie da. Im Spiel hat sich ergeben. Das ist ja auch ein wichtiges Argument, was man anführen muss, ne? Mhm. Ja, ich hab's jetzt auch ausgesagt, dass das Astanio eher abgelehnt worden ist, erst einmal. Ja, Astanio wirft Elena ja vor, sie würde ihm nicht zuhören. Und umgekehrt tut er das aber auch nicht. Das ist halt, ne? Also. Er versteht die Art und Weise der Amazonen nicht. Wenn eine Amazone dir sagt, du bist wie eine Schwester für mich, ist das was ganz anderes, als wenn das irgendwer anders sagt. Ne? Wahrscheinlich fühlt sich Astan in dem Fall einfach nur gefriendzoned. Ich hätte irgendwie, das ist fast über die Lippen gekommen, aber ich hab's ja versucht doch zu. Ja, sorry, das ist halt eher Elena. Alle Gerüchte, die Mora wieder aufgreifen will, die irgendwoher her. Glauben kann, sie waren doch wahr. Ich find, Elena ist sich vielleicht auch noch nicht ganz so ihre Gefühle, also es hat auch noch so gesichert. Sie kennt halt, woher soll sie es wissen, dass es, was es ist? Ich wusste es. Ne? Woher soll sie wissen, dass es vielleicht halt wirklich über das, was sie sich mit ihren Schwestern hatte, hinausgeht? Aber Sierra, das war ein offenes Geheimnis, das wusste jeder, aber keiner hat es ausgesprochen. Also. Ja, aber in Beziehung war es ja auch nicht ganz 100%. Es war halt nur. Also, vielleicht für die Zuschauer auch nochmal gesprochen: wir haben bei der Charaktererstellung, also alle außer Jandrik, weil der kam ja erst später dazu, weil die alle 4 Jahre in dieser kleinen Stadt gelebt haben, haben mich die SpielerInnen gebeten, so ein paar Sachen aufzuschreiben, was sie voneinander wissen oder zu wissen glauben. Also Gerüchte, Hörensagen, Dinge, die man meint herausgehört zu haben, wenn man miteinander Umgang pflegt. Und ein Gerücht war, dass Elena und Astanio eigentlich irgendwas miteinander haben. So, aber das war halt eben nur ein Gerücht. So, und jetzt ist es halt für Mora und Osko ist es halt jetzt, aha. Ist ja doch wahr. Ja. Also die Gerüchte kannte jeder von den jeweils anderen, aber keiner weiß, welches davon wahr und welches falsch ist. Ja. Ich glaube, meine beiden sind schon raus, oder? Meine beiden Wahrheiten. Kann gut sein, ja. Ich habe gar keinen Überblick. Ja, auch nicht mehr. Es ist zu lange her, dass ich einen Charakter erstellt habe, um ehrlich zu sein. Es ist ja auch nur eine Maßnahme, um irgendwie ein Gruppengefüge irgendwie halbwegs hinzukriegen. Ja. Und Marot ist halt ein bisschen, also der ist ja so spitz auf Knopf dazugestoßen und ist ja auch von außen in die Szenerie rein. Da machte das gar keinen großen Sinn. Ehrlich zu sein, finde ich genau das gerade eigentlich, aber dann hat dann auch total gepasst, weil das macht es dann auch realer eigentlich. Es brauchte den Anschubser von draußen, um Bewegung in die Sache zu bringen. Ja. Das hat Osko ja heute auch nochmal gesagt, dass diese Stagnation ihn da ergriffen hatte und das Jandrik gebraucht hat, um aufzubrechen. Und ich finde irgendwie, Osko war jetzt bis ziemlich leise heute an der einen oder anderen Stelle. Irgendwie, man könnte vielleicht denken, so die Gespräche, die Jandrik und Astanio untereinander hatten, das hätte der seelsorgerliche Geweihte vielleicht machen können, irgendwie anzetteln können. Aber ich fand es gerade gut, dass Osko sich da rausgehalten hat, weil er sich ja selber unsicher ist. Und er hat das ja auch Jandrik gegenüber auch erzählt, ne? Er würde ja irgendwie als Geweihter irgendwie betitelt oder angesprochen oder zumindest in Ehrerbietung erwähnt. Und so fühlt sich aber Osko ja gar nicht. Und trotzdem, dass er da die Gebete und so gesprochen hat, irgendwie, ich kann mir das gut vorstellen, wie der da saß und so, eigentlich müsste ich was machen. Ich weiß auch irgendwie, ich müsste was machen, aber ich traue mich nicht. Das passt so schön. In mein Bild von Osko passt das gut rein, ja. Einfach weil auch Astanio und Jandrik so einnehmend sind. Auch von, also nicht von Marot und Ossi, sondern irgendwie von den Charakteren her. Und, das sind halt zwei Streithähne. Ja, das noch nicht mal, aber irgendwie, also das. Zwei Sturköpfe? Den Eindruck, den ich von Osko bekommen habe bis jetzt, ist halt irgendwie der guckt sich das ganz genau an und wenn er gebraucht wird, ist er da. Das ist so wie heißt es hier aus dem. Aus Klingen der Nacht, die Kriegerin, die Wolfskriegerin. Genau, ja. Ist auch so eine ganz stille und stumm und irgendwann macht es ein jetzt bin ich hier, jetzt haltet ihr alle mal die Fresse, jetzt sage ich euch, wo es lang geht. Ja. Das kommt bestimmt auch nochmal von Osko. Er hatte ja auch heute eine starke Austreibungsszene, weil er konnte ja nicht wissen, dass Astanio gerade mit einer Informationsquelle spricht.
Ja, es war so gut. Ja. Wenn jemand anfängt zu zittern, irgendwie eiskalt ist das. Ehrlich gesagt dachte ich in dem Moment, also am Anfang dachte ich auch, oh super, vom Dämonen besessen, geil. Ist ja, ja. Unwahrscheinlich hier, ne? Ja, eben, deswegen. Und mit, ja. mit kaputten Glauben dann auch noch. Ja, es ist auch interessant gewesen, wie Astanio und Jandrik auf den Nekromanten reagiert haben. Also bei Jandrik war ich mir klar, dass der den nicht irgendwie, gerade so wie er argumentiert hat, und da hat sich ja als Baubardianer ja total geoutet. Und hat ja auch die Magierphilosophie Baubarats ja total gut vorgetragen. Und dann habe ich noch Boron gezogen, ne? Dann war einfach genau. Vorbei. Das war klar, in dem ja. Moment habe ich mir gedacht. In dem Moment okay. Dachte ich sofort, okay, ein Nekromant weniger. Aber da passte der Folgentitel von heute ja auch wie die Faust aufs Auge, weil geflirtet habt ihr alle mit dem Tod, ne? Irgendwie auf die ein oder andere Weise. Also besonders Astanio, ne? Oh ja, oh ja. Also ich glaube, jetzt ist endlich raus, dass Astanio eigentlich eine ziemlich gebrochene Psyche hat. Ja, der ist jetzt erst rausgekommen. Tatsächlich. Ja, der ist noch kaputter wie Elena. Naja, da wäre ich nie drauf gekommen in den letzten drei Folgen. Naja gut, das hätte man auch als Aggressionsprobleme abarbeiten können. Aber. Er hat einfach gar kein Selbstbewusstsein. Überhaupt nicht, gar nicht. Selbstvertrauen das existiert mehr. Nicht. Tengil sagt, klasse Runde, endlich rauft ihr euch zusammen. By the way, irgendwie habe ich das Gefühl, dass es einen dritter Diener der Zwölfe in der Gruppe gibt. Wer soll das denn sein? Schönen ja, Abend. Ja, ich weiß es auch nicht, wie er es meint. Gevatter 62 finde ich aber auch gut. War auch klasse, dass gerade Jandrik, der sonst immer gleich alleine nur stimmen wollte, Astanio eben dieses vorhält. Ja, ihr könnt euch immer sehr gut das vorhalten, was ihr selbst. Ja, ja. Aber ich glaub, das wenigsten das macht, könnt. Aber das macht auch den Charme von den beiden aus, finde ich. Das ist. Darum ja, hat ja auch Tanja auch mal gesagt, hat er heute auch noch mal gesagt, das ist eher in die Jungen. Fertig. Da ist jemand sehr füchsig. Okay. Ach, okay. Mal gucken. Nicht immer, wenn jemand füchsig ist, ist er direkt Diener des Fuchsgottes, aber ja. Ich bin mal gespannt, was dann jetzt zukommen wird, nachdem er wirklich mal das ausgesprochen hat, was er jetzt all die Jahre lang von Praios gehalten hat. Ja, ist auch super clever, kurz bevor man sich in Lebensgefahr begibt, seinen Gott zu verhöhnen. Ne? Das ist sehr schlau. Ja, ich finde es halt auch interessant, irgendwie gerade an der Stelle, wo ihr seid, da sowas offen zu machen, ne? Wie viele verlorene Seelen hier rumlaufen, weil sie genau das vielleicht auch nicht haben, ne? Und ich hätte jetzt, wenn Jandrik und so das nicht und Jelena das nicht gelöst hätten, hätte ich Astanio auch konfrontiert mit einem Geist oder so, der genau das gleiche Problem hat wie ihr, ne? Dass er abgefallen ist vom Glauben und deswegen halt nicht, dass ihn das auf der Welt hält und ein Geist ist, ne? Ach, kannst ja das nachts noch machen, dass da einer vorbeikommt. Ja, es braucht es ja jetzt nicht mehr. Also, es ist irgendwie. Um ehrlich zu sein, das war jetzt also Jandrik hat jetzt den Anstoß gebracht, nicht nur, dass er Star Wars sich mal als Mensch mal ein bisschen fängt und jetzt nicht die Lehrerrolle, sondern eher ein bisschen so diesen Anführer gibt, der halt mal als Hauptmann war, sondern auch, dass er mal darüber nachdenkt, ja, gut. Ja, seine Sachen mal gut zu machen, ne? Ja. Und wenn der junge Mann da, der genauso viel Scheiße erlebt hat, offensichtlich wie er selber, immer noch nicht vom Glauben abgefallen ist. Bis jetzt läuft Astanio ja immer vor seinen Problemen weg. Ja. Ist ja ein Getriebener, ne? Ja. Ich kenne noch so eine. Also, Elena hat es ja trotzdem halt gesagt, wenn das ist das Götterurteil, dann ist das Götterurteil, wenn ich da drauf gehe. Ja, und Moras Andeutungen heute fand ich auch sehr, sehr cool. Oh ja. Vor allen Dingen, weil Sierra mir kleine Kurzgeschichten geschrieben hat über die Hintergrundgeschichte von Mora. Und die anderen kennt die jetzt nicht, glaube ich. Aber ja, das war sehr plastisch heute. Ihre kleine Offenbarung wird ja immer noch nicht sich komplett in die Karten gucken lassen, aber das würde auch irgendwie gar nicht zu Mora passen. Herr Jandrik hat ja mal angestupst so ein bisschen, aber ja. Mal sehen, was da noch kommt. Ja. Wie ich am Anfang ja schon sagte, Mora und Jandrik sind sich auch sehr ähnlich in ihrer Art und Weise. Ne? Irgendwie.
Aber wenn sich Mora irgendwann öffnet, dann ist wirklich was passiert, glaube ich. Ja, und ich finde es auch immer noch schön, dass das noch so, also dass dieser schlechte Ruf immer noch da ist, ne? Immer noch da ist. Also und ja, auch natürlich ist er da. Ja, und das finde ich auch richtig so. Also, Du hast ihn ja heute auch noch wieder genährt, ne? Irgendwie dann sagen die dir ja irgendwie, bist du ja voll gut drauf und du bist ja. Und dann sagst du ja, wenn du wüsstest, was ich gemacht habe, ne? Mhm. Eben. Das ist nur die Wahrheit, also. Ja. Ja, war eine super Runde. Auf jeden Fall. Freut mich auch, dass es euch da draußen so gefallen hat. Wenn ihr das jetzt für später schaut, der Dollard Power guckt ja immer nach, der hinterlässt garantiert einen total schönen. Oh ja, da freue ich mich schon drauf. Ich bin jetzt echt gespannt, was er mal dazu schreibt. Oh. Nein, Roman. Immer über Kommentare. Also ich muss ehrlich sagen, ich gehe regelmäßig zu den Videos zurück und gucke immer, was wurde an Kommentaren geschrieben. Ja. Und ich freue mich. Ich freue mich einfach auf die kleinste Regung, dass jemand das irgendwie. Dass jemand da einen Mehrwert daraus hatte, dass wir Spaß hatten, ist die Sache wert. Ja. Was mir beim letzten Kommentar von Dollar Power fand, das fand ich super gut. Astralien schwächt gerade echt die Gruppe und ich dachte mir so, genau das. Und dich anders. Es ist schön zu lesen, wenn genau das, was man bezweckt mit seinem Rollenspiel, halt nach draußen ankommt. Ne? Ja, das ist immer sehr gut. Gibt einem sehr schöne Bestätigung. Also kann ich euch sowieso nur empfehlen, wenn ihr die Möglichkeit habt, irgendwie Content-Kreaturen, die ihr kennt oder denen ihr folgt, irgendwie einen Kommentar zu hinterlassen, nutzt diese Gelegenheit. Ich sehe das zum Beispiel beim Marot auf rollenspiel.de, veröffentlicht er seine Rollenspiele und ich versuche da auch, also er hat die Möglichkeit auf seiner Seite zu kommentieren und das bin ich immer ziemlich alleine, habe ich das Gefühl, wenn er was drunter schreibt. Ich habe letztens auch einen Kommentar hinterlassen. Es wird ein bisschen mehr in letzter Zeit tatsächlich. aber ja, es ist noch recht wenig tatsächlich. Ja. Wobei aber ich freue mich viele auch nicht über die Seite alles. Gucken. Ne? Also. Ja. Es geht ja auch über den Podcast dann so. Es ist jetzt auch nicht dramatisch, aber ich freue mich auch hier jetzt immer. Ich lese das auch tatsächlich, was da bei Koali geschrieben wird und finde es, das ist das. Ich leite das auch ist immer die Nahrung, alles ne? weiter. Das ist die Bezahlung. Ja. Das finde ich so ein bisschen schade, dass man das bei Spotify beispielsweise nicht machen kann. Ja. Das ist richtig doof. Bei iTunes kann man was hinterlassen. Ja, apropos hinterlassen. Ich habe gerade schon die Links für Marot eingeblendet. Ozzy hat auch einen Twitch-Kanal, dem könnt ihr auch mal irgendwie ein Follow dalassen oder so. Da gibt es zwar nicht Rollenspiel in dieser Art, aber in anderer Art. Er macht Computerrollenspiele gerade und erzähl selber. Gerade spiele ich auf Twitch, das ist ja ziemlich viel GTA-RP. Ich muss gleich mal eine Triggerwarnung raushauen lassen, wenn für Leute, die sich jetzt mit harten Beleidigungen nicht gut anstellen soll, ist das eher nichts. Denn ich spiele halt leider einen Polizisten in einer Stadt, wo die Mafia ziemlich aktiv ist. Dementsprechend sind die Mafiosis gut auf mich zu sprechen. Und ich spiele tatsächlich einen Astralio Armano. Das ist ohne Adelstitel und man munkelt, dass das der Urenkel von einem gewissen Astralio Armano zu Jannisberg ist. Irgendwo ist der Adelstitel verloren gegangen. Und wenn ihr meint, dass Astralio schlimm ist, der ohne Adelstitel ist schlimmer. Das ist sozusagen dann auch noch eine Mischung aus Astanios Aggression und Yandris Sinn für Gerechtigkeit. Ich glaube, und das. Könnt ihr euch ja mal reinziehen. Irgendwie auch noch irgendwie für die Leute, die GTA-Rollenspiel-Server kennen, das ist ein sehr Casual-Server, ein sehr. Ja. Also da nicht wundern, dass da ein bisschen auch Räuber und Gendarm gespielt wird, anstatt richtig deepes RP. Das könnte der, glaube ich, nicht erwarten, aber es macht den Leuten halt irgendwie Laune und Bock, sich da irgendwie gegenseitig irgendwie immer in die Suppe zu spucken und das merkt man. Das ist ja. Genau. Aber in die Suppe spucken tut vielleicht Osko die Ingredienzien. Oh, warum geht das? Doch, geht wohl. Aber Kakko spuckt nicht in die Suppe, sondern macht im Gegenteil Streams auf seinem Kanal. Ja, genau. Danke für diese tolle Überleitung. leider aktuell gab es sehr wenig bis gar nichts auf meinem Kanal, weil ich, vielleicht hört man es noch ein bisschen ein Kränkel bin, aber ich bin wieder auf dem Weg der Besserung. Und ich hoffe dann, dass es dann nächste Woche am Wochenende auch mal wieder so weit ist. Oder unter der Woche, wenn es mir ein bisschen besser geht.
Aber die, ich habe gerade gesehen, die Ankündigung ist noch nicht im Nordpol, aber ich hoffe, das wird noch nachgeholt, denn morgen sieht man mich immerhin anders, nämlich auf dem Kanal vom D-Rex. Da spielen wir unsere Runde Witchcraft und Wizardry, also Hogwarts Pen and Paper, wo es jetzt, glaube ich, auch so zum Finale hingeht. Ja, genau, da bin ich auch immer sehr gespannt. Hat ja auch als One-Shot begonnen. Im Rahmen der Slack. Ja, wir sind, glaube ich, jetzt in Folge 6 oder so. Ist gut gelaufen. Immer gut, wenn da irgendwie etwas draus erwächst aus dem One-Shot, ja. Ja, Sierra hat auch einen Kanal. Ich habe aber gar nicht mitgekriegt. Kommt da irgendwas? Im Moment komme ich leider wirklich nicht dazu. Und ich hatte auch kleine Probleme mit OBS. Ich werde es aber nochmal versuchen, wenn ich die Zeit finde. Ich bin aber auch gerne immer als Spielerin entweder hier oder wenn ich mal für einen One-Shot mitgenommen werde. Das heißt, eher unregelmäßig, eher wieder in 2 Wochen hier. Ansonsten gebe ich laut. Ja, prima. Und Eleanor könnt ihr auch folgen. Die hat da keine YouTube- oder Twitch-Kanäle, aber Instagram ist der Weg zu Eleanor. Ja, ein bisschen wenig gepflegt, wobei ich gestern noch mal was rausgehauen habe. Ich habe gestern einen Blindkauf von der Spielemesse endlich mal angespielt. Greenville 1989 nennt sich das Spiel. Es ist ist so ein bisschen wie Mysterium oder Dick's Tricks, gibt es so ein Spiel. Man hat Karten und muss die Karten beschreiben und dann ein super Spiel, schaut es euch mal an. Noch andere Spiele gespielt, also mal live mit Freunden am Tisch Brettspiele gespielt. Ansonsten diverses an Content, also nicht bloß Rollenspiele oder Brettspiele. Gab es da auch die Bilder vom Reiten? Nee, tatsächlich, doch, es gibt auch ein paar Bilder vom Reiten, ja. Ich habe ein paar Charakterbilder gemacht. Und ja, vielleicht sieht man das eine oder andere Bild mal hier im Stream als Makeover. Das Thumbnail, mal gucken, was wenn als Thumbnail. Ich schau passt, mal, dass ich im Koali noch ein paar Bilder zuspiele. Ja, mal gucken. Ja, also dann sind wir durch mit dem Werbepart und ich entlasse euch in den Abend. Vielen, vielen Dank an euch, dass ihr mitgemacht habt und so schön gespielt habt. Wie gesagt, die Zeit ist verflogen, das ist immer ein gutes Zeichen. An euch da draußen vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Empfehlt uns gerne weiter, wenn ihr mögt. Wenn nicht, macht's nicht. Und bis zum nächsten Mal in hoffentlich 2 Wochen. Alle gesund und munter. Passt auf euch auf. Tschüss. Tschüss. Ciao. Ciao. Tschüss. Schade. Ihr könnt ja auch mal da gucken. Oder da gucken. Mach das mal. Lohnt sich. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.